Starten. Jetzt! Perfekt. Oh mein Gott. Okay, Livestream starten. Herzlich willkommen zu diesem Stream. Was geht ab? 700 Leute warten, das ist natürlich super. Und wir werden heute Folgendes machen. Mit dabei ist erstmal der Entchen. Guten Tag. Hallöchen. Wie bist du endlich auf deinen Namen gekommen, Entchen? Oh mein Gott, das ist eine ganz wilde Situation. Also. Ach, willst du nicht die Geschichte erzählen? Ja, ich kann Scheiße, mir fällt gerade auf, dass das echt lustig ist. Ich kann dir die Geschichte erzählen. Also, ja, du erzählst ja nicht nur mir, ne, sondern hier auch ein paar Leuten im Stream. So. Also woher ich den Account habe, das ist erstmal eine zweitrangige Frage. Aber ich mochte halt einfach irgendwie Enten und bauen mochte ich. Entchen baut, klang halt doof, oder Enten baut, deswegen habe ich das englische Wort genommen und dann hieß ich Entchen Bild so. Mm. Und willst du auch die Geschichte erzählen, woher du den Account hast, oder ist sie dir zu kriminell? Ja? Ich weiß nicht, was die Leute dann davon denken, dass sie mir nicht mehr vertrauen. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist irgendwann mal was für einen anderen Stream. Ist dir peinlich, wie du an deinen Account geraten bist? Nein, oh mein Gott. Das ist einfach eine schwerst kriminelle Aktion gewesen. Ist doch bestimmt verjährt, Entchen. Glaubst du? Na gut, vielleicht später im Stream. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Livestream. Mit dabei ist der wunderbare Entchenbild als Content, denn er verwaltet ja unsere schönen Spawn-Grundstücke. Und die werden heute rausgehen. Ich guck mal gerade, wie voll wir schon sind. Wir sind bei 4200 Leuten. Wichtig ist, wir machen jeden Moment die Temp-Whitelists an und wir machen sie auch nicht mehr aus. Das heißt, wenn ihr auf ein Spawn-Grundstück gambelt, und ich würde euch raten, gambelt nicht alle auf das City-Build 1 Spawn-Grundstück. Da ist er wieder. D-Sei gegrüßt, El-Chefe von CB22, dem Ost-Clan. Und liebe Grüße zurück. Und wichtig auch noch eine Sache. Bitte, bitte. Donate nichts irgendwie mit welchen Wünschen. Wir werden heute bestimmt nicht dazu kommen, Wünsche zu erfüllen, denn heute gibt es die Spawn-Grundstücke und gambelt nicht alle auf das CB1-Grundstück. Das ist zwar 100 Millionen wert, aber ich kann euch sagen, die Chance ist wahrscheinlich gering, dass ihr es kriegt. Wir machen gleich die Temp-Whitelists an und dann werden die auch nicht mehr ausgemacht. Ne? Das heißt, das macht da nicht so viel Sinn. So, wir können das mal in den Titel schreiben. 100 Millionen Euro. Mein Gott. Ja, dass wir nochmal ein bisschen hier, vielleicht der eine oder andere möchte dann doch noch vorbeigucken. Und dann würde ich sagen, wir machen uns gleich mal auf die Socken. Warum warst du so lange weg? Ich habe einfach nichts hochgeladen. Ich war ja gar nicht weg, Freunde. Entchen und ich haben ja jede Woche ja irgendwas am Server auch gemacht mit den anderen Contents. Also für mich warst du tatsächlich nicht weg, nicht? Ja, es muss mal wieder mehr auf YouTube kommen, das stimmt schon. Schön, dass so viele Leute am Start sind. Ja, moin. Hier sind ein paar Leute bei mir, aber keiner von der Mystery Mod. Dann sehen die auch nicht das hier zum Beispiel. Ups. Guten Tag. Nee, die raffen gar nichts. Oh, das ist ein Sweetie sogar. Igidigit. Ui. Da machen wir uns mal hier auf die Socken. So, wichtig, ich bin heute auf Griefer Games mit Mystery Mod, was jetzt neu da ist. Deswegen sehe ich auch so aus. Wir werden später noch switchen auf Maintenia für WVW. Das ist das Event, was kommt. Ich habe es ja angekündigt. Circa um 18.30 Uhr werden wir rüber switchen. Da dann mit Labby Mod. Und bis dahin hier auf Griefer Games, ne, der Mod, der für Citybuild optimiert wird, ist Mystery Mod. Das machen wir hier auf GG. So, ich mache mir auf die Socken. Was machen wir zuerst für ein Grundstück, Entchen? Ui, ich weiß nicht. Wir haben ziemlich viel. Also, was vielleicht nicht so spannend ist, ist CB Evil. Hm. Okay, dann fangen wir mit Evil an. Ich guck mal gerade, ob CB1 schon crasht. Oder ob das noch gut aussieht. Oh, 260 Player. Ja, wir machen jetzt erstmal die Temp-Whitelists rein. Das heißt, allerletzte Chance jetzt nochmal den Server zu switchen. Beziehungsweise, ich würde es lieber sein lassen an eurer Stelle. Denn wir machen jetzt erstmal überall Temp-Whitelists rein. Einmal zack. Und damit war es das jetzt. So, Temp-Whitelist ist drin. Ihr könnt jetzt nicht mehr joinen. Und wir werden jetzt anfangen, gleich die Grundstücke rauszugeben. Erst 260 Spieler. Ja, wir können ja gerade mal gucken. Also auf CB1 ist halt dieses Grundstück, was echt viel wert ist. Ich schaue mal gerade in der Liste, wo das liegt. Das ist 8-8. Wir gucken gerade mal. PTP 8-8. Ups, genau, dieses Grundstück hier. Moment. Sicher, dass 8-8 das Richtige ist, Entchen? Warte, ich komme auf 1. Warte, ja, mal. Eigentlich schon. Das ist das neben mir. Ich guck mal gerade. Ist da vorne der Spawn? Das ist ein Eckgrundstück. Ich glaube, warte mal, ich glaube, der hat irgendwie den... Der Schlingel. Der Typ hat den Dings versetzt. Ja, okay, Lurex hat ein bisschen betrogen. Alles klar, der kleine Betrüger. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz. Wo ist denn das dann? TP nicht zu mir. Okay, warte. Entchenbilds, gucken wir mal. Ach, hier, genau. Hier warten schon die ganzen Leute. Einer von denen wird es schaffen und dieses Grundstück ist anscheinend um die 100 Millionen Euro wert auf dem Server. Also, wenn ihr das haben wollt, dann viel Erfolg dabei. So, ich würde darauf nicht gamblen an eurer Stelle, aber ich glaube, wer jetzt hier schon drauf ist, sollte auch nicht mehr gehen. Das lohnt sich nicht.
Gut. Wir können gerne mit Evil anfangen. Warum kann man auf kein CB mehr, schreibt Alina gerade. Alina, ganz einfach. Wenn wir das zulassen würden, dann würden die Leute immer hinterher joinen und dann hätten wir mal auf einem Server 500 Leute oder sowas. Und dann wird einfach alles zusammenstürzen, ne? Deswegen machen wir das nicht. Es wird wahrscheinlich in einer halben Stunde nochmal kurz die Möglichkeit geben, raufzukommen, wenn die Temp-Whitelists auslaufen. Aber, ja, ich würde an eurer Stelle nicht switchen, außer ihr habt eh keine Chance mehr. Weil, ja, das wird nicht gut gehen. Also da werdet ihr wahrscheinlich im Portalraum stecken bleiben. So, Flupa schreibt, schön, dass du mal wieder da bist, Hoffnung besteht, sehr gut. Okay. Entchen, wir können, glaube ich, anfangen. Also CB Evil ist der Erste? Da haben wir 6 dritte Reihe Grundstücke, die freigegeben werden müssen. Okay. Ich hau mal kurz raus für alle, die jetzt vielleicht gar nicht raffen, worum es geht. Heute ist wieder die Phase, wo wir Spawn-Grundstücke raushauen werden. Das heißt, alle Grundstücke, die inaktiv waren oder von gebannten Spielern sind oder einfach nicht vergeben sind aus irgendeinem Grund, die werden heute rausgehauen. Das sind wie viele gerade, Entchen? Also aktuell, die rausgehauen werden, sind 65. 65 Stück. Okay, diese Spawn-Grundstücke könnt ihr bekommen mit einem Spawn-Gutschein. In der ersten Reihe nur mit dem ersten Grad und in der zweiten Reihe mit dem zweiten Grad Gutschein. Und wichtig, auf Nature und Extreme geben wir die, verlosen wir die ganzen, weil da ist das nicht möglich mit dem Gutschein. Das machen wir aber zum Schluss, denke ich. Ja, genau. So. Gut, fangen wir mit Evil am besten einfach mal an, mal ganz locker. Oder haben wir sogar 6 Stück? Sehr geil. 6 mal dritte Reihe. Geh mal zu dem ersten. Ist hier überhaupt irgendeiner? Hallo? Nö. Anscheinend hat keiner gerade hier Bock. Ich glaube, die will sich alle um so holen. Der hat ein relativ großes Merch da oben. Und die stehen mitten in seinem Grundstück. Okay, dann wir müssen eigentlich nur den Rand auf grün schalten, ne? Das ist, glaube ich, alles. Ja, dann gut. Kann man sich tun. Also, wer möchte, ne? CB Evil. Da gibt es jetzt Möglichkeiten. Rand auf grün. Dann haben wir noch 10-8. Willst du vielleicht immer unten anfangen in Zukunft und ich oben? Oder wie wollen wir es machen? Ein Grundstück. Ja, also, soll ich die einfach freischalten? Ja, du kannst die gerne machen. Also es sind halt zum Glück nicht so viele auf jedem CB. Okay. Der Großteil ist ja eh frei. Also wir haben jetzt aktuell, ich glaube, 450 Grundstücke, die frei sind, mit Gutscheinen sich zu holen. So. Kann man in einer halben Stunde wieder joinen und nochmal weiterspielen? Ja, also jetzt gerade wird es schwierig durchzukommen. Ihr könnt auf Skyblock spielen, theoretisch. Oh aber mehr geht gerade nicht. Make Skyblock great again. Yes, yes. Aber wie gesagt, es ist Grundstücke vergeben, Stream, anders geht es nicht, sonst stürzt der Server ab und das macht auch keinen Sinn. Es ist halt auch nur alle paar Monate mal. Also heute ein ganz spezieller Stream. So, schauen wir mal ganz kurz. Eine Stunde ist es halt eh wieder vorbei. Genau, gleich ist eh vorbei. So, 1600 Zuschauer, sehr gut. Was schreibt denn der Chat so? Neuer Stuhl? Ja, ja gut, dann habe ich schon eine Zeit, ne? Aber das habt ihr ja nicht gesehen, weil ja nichts auf YouTube kam. Moin, Zarfuchs, was geht ab? Beso, was geht ab? Ich wurde vom Server gekickt, kannst du nochmal kurz die Whitelist auf CB9 ausmachen? Nein. Boah, wir können mal ganz schauen, wie ist denn die Lage auf CB9? Den können wir ja mal als nächstes machen. Wie viele Leute sind denn da? 120 nur. Na, da können wir nochmal ganz kurz hier, aber wirklich super kurz die ausmachen. Ich würde euch aber nicht raten zu switchen. Wenn ihr irgendwo drauf seid, switcht nicht. Das lohnt sich wirklich nicht, Freunde. Ihr werdet nur im Portalraum hängen bleiben und das wird nicht cool für euch. So. Übrigens, ich kann mal ein bisschen was erzählen. Ich bin heute mit Mystery Mod am Start. Wer es nicht gelesen hat, es gibt dazu eine coole News, wo ein bisschen was erklärt wird. Aber Mystery Mod ist der Mod von Griefer Games mit Bausuch zusammen für City Build. Ihr seht zum Beispiel, ich habe hier so ein cooles animiertes Griefer Games Cape und gerade ist die Closed Beta. Das heißt, ihr könnt euch Mystery Mod nicht einfach runterladen, sondern ihr braucht einen Beta-Key. Den könnt ihr aber relativ gut bekommen, wenn ihr Leute kennt, die das vielleicht schon nutzen. Und genau, dann könnt ihr mit diesem Beta-Key rein. Wann kommt der Admin-Shop? Ich weiß nicht, was du meinst, privat. Genau, also mit Mystery Mod, ne, ist extra für City Build. Wir machen bald eigene Blöcke rein. Wir haben schon einige Funktionen, die man kennt drin, aber da kommt jetzt bald noch deutlich, deutlich mehr. Und aktuell geht es halt nur mit Beta-Keys. Ich kann vielleicht nachher auch noch ein paar raushauen. Ihr kriegt aber auch Beta-Keys von Freunden, denn jeder, der Mystery Mod hat, der kann 3 Beta-Keys erzeugen und die Leute dann wieder 3 Beta-Keys. Also das kann man relativ gut bekommen. Und ja, da habt ihr einige coole Funktionen. Zum Beispiel hier einen Ingame-Shop, ganz geil. Oder auch, was können wir noch so zeigen? Können wir Emotes zeigen. Roll, ich glaube, den kennt man noch nicht so. Okay. Was haben wir hier noch so am Start? Findest du nicht, dass die GG-Bilder sich einem Bildbattle gegen mich stellen sollten? Entchen, also Raute Entchen süß. Was denn? Essauer. Der Heimdaller schreibt, ob die GG-Bilder nicht ein Battle machen würden. Ich hab mit Heimdaller darüber schon geredet.
Und Heimdall, warte noch ab. Okay. Einfach ein bisschen abwarten. So. Vielleicht ist da irgendwann was in Zukunft. Wollen wir einfach mal die wir schon haben, als rot markieren, dass wir das wissen? Können wir machen. Dann machen wir jetzt CB9 als nächstes. Machen wir mal hier. 9-7 ist das erste Grundstück, was anscheinend rausgehen wird. Da ist das schon. Oh, ne, der ist abgehauen. Hier ist gerade nur ein Typ, der Slash-Hub. Ich würde sagen, viel Erfolg. Grundstück ist da. Ist das hier überhaupt eine erste Reihe? Nee, das ist, glaube ich. Das ist zweite Reihe. Was ist denn das hier? Ja. Huch. Zweite Reihe. Zweite Reihe, ja gut, das ist jetzt nicht so krass, aber geht fit. Der Mr. Aal hat sich das geholt. Huch, hier ist auch eins frei, das hat noch gar keinen roten Rand. 9-6 haben wir noch am Start. Oh, nee, das ist gar kein Spawn. Okay, haben wir auf CB9 überhaupt ein Spawn-Grundstück oder nur zweite Reihe? Nee, wir haben eine zweite und dritte Reihe auf CB9. Okay. Wo haben wir denn Spawn-Grundstücke, also wirklich erste Reihe? Wir haben auf CB16 tatsächlich zwei spannende. Auf 22 haben wir noch eins, auf 19, auf 13 auch. Und auf CB6, das ist noch das ehemalige von Hooded Wolfie, was viele sehr gerne haben wollten. Auch spannend, gucken wir uns da nachher mal an. Also das wären wahrscheinlich die teuersten CBs vom Wert her. Ja genau, CB6 denke ich. Also CB6 ist das Spezielle, dass es halt nach vorne raus ist. Also das ist direkt, wenn du spawnst, gerade raus. So, ich habe die hier mal rausgehauen. Danke übrigens an Dragon Hunter, der fragt, wann wieder aktiv Videos kommen. Das ist eine gute Frage. Ich würde gerne echt viel bringen, aber im Moment ist es so viel zu tun. Wir haben ja Maintain hier am Start, Griefer Games kriegt coole Updates, wo ich aber nicht so viel sagen möchte, weil sonst, wir hatten das mit dem Drachenkampf, Entchen, das kannst du vielleicht jetzt erklären, das Thema. Deswegen kündigen wir nicht mehr alles so groß an. Also beim Drachenkampf ist halt aktuell das Problem, dass wir auf euer Feedback eingehen wollen, aber der eine Dev halt aktuell ein anderes Projekt sich mehr widmet und deswegen will das nicht weiterentwickeln. Aber es ist nicht vergessen, das Plugin. Ganz genau, also grundsätzlich arbeiten wir immer an mehreren Projekten, aber wenn wir jetzt ankündigen, bald käme eine neue Minecraft-Version, dann würdet ihr euch drauf freuen und dann würden wir wahrscheinlich uns irgendwann anhören müssen, wann das denn endlich kommt, weil wir die Zeitpläne nicht einhalten. Meistens dauert nämlich jedes Projekt ein bisschen länger, als man sich das erhofft. Mystimod zum Beispiel ist schon, glaube ich, im 7. Monat, dass wir da was dran machen, also schon echt lange und Maintainer zum Beispiel auch. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Wir arbeiten immer an vielen Fronten gleichzeitig, aber keine Sorge, ein Projekt hält das andere nicht auf bei uns, das ist schön getrennt. Tobi, ich hoffe, du machst bald wieder Videos, sind mega cool. Wie gesagt, ich hätte auch Bock, wieder mehr zu bringen auf YouTube. Trau dich, wenn du willst. Heimdaller fordert dich wirklich raus. Mein Gott, der hat Bock. Ich darf wieder nicht zu viel sagen, es ist immer so belastend. Amy, warte einfach ein bisschen ab. Oh mein Gott, das ist einfach schon wieder so ein harter Teaser. So, anstatt zu streamen, solltest du mal lieber schauen, dass dein Server funktioniert. Onkel Delta, danke, danke. Das ist sehr produktiv und das hilft uns hier weiter im Streamchat. So, was machen wir als nächstes für ein CB? Wollen wir ein Spawn-Grundstück machen? Du hast gesagt CB16, glaube ich. Lass uns doch auf CB19 gehen, da gibt es eins. Okay, erste Reihe. CB19. Dann ist das, oder gibt es sogar nur ein Grundstück auf dem ganzen CB? Coolste Socke, ich danke dir. Also wenn man jetzt eins haben will, dann let's go. Okay, was haben wir denn hier für ein... Ist das das richtige Grundstück? P-Info? Ja, das gehört hier. Da sind sogar noch wertvolle Sachen mit drauf. Das ist von dem Hey Philipp, okay. Ich glaube, der wurde gebannt wegen Shopbetrug. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Ja, ganz nett, ne? Das, wollen wir das hier mit den Items verlosen oder ohne? Ja, wenn dann schon mit. Wenn dann schon mit. Ja, ich gucke hier mich gerade mal ein bisschen um. Ah, hier gibt es sogar Villager, die haben anscheinend noch ganz coole Trading-Sachen. Was gibt's hier noch? Oh, da ist noch ein Lager. Raptor, coole Updates kommen. Gefängnis, sehr gut. Das haben wir ja auch gebracht. Ja, hier ist tatsächlich noch ein Lager. Gucken wir mal, das ist ein besonderes Feuerzeug? Nö. Irgendwelche Spawner noch. Hier kriegt man sogar geupgradete Erz-Spawner mit dabei. Bisschen kriegst cool. Einfach noch gratis Loot. Ja, wir hauen das auf jeden Fall mit raus mit den Sachen. Ich glaube, das wird nämlich nicht gekriegt. Ja, hauen wir auf jeden Fall mal mit raus. Ich switch mal den Rand und wir gucken mal, wer das Ganze kriegt. Zack, Rand ist geändert. P-Info, aktuell jetzt noch keiner. Schauen wir mal, hat es irgendjemand bekommen? Einige Leute sind ja hier am Start gerade. Rand. Ah ne, P-Info. Ich glaube, die Leute, alle, die da sind, haben gar keinen Gutschein. Weil gibt es hier keinen, der einen Spawn-Gutschein am Start hat. Oh, wie bitter. Oh mein Gott. Matheheft hat den Gutschein gedroppt und wurde gekickt. Ja, warum droppst du den auch? Ein Gott. Klicken.
Abgerede NES so oh, viel und mach schneller, bitte. Pixman schaut euch so schneller reden, oh je. Dem geht's viel zu langsam. Hat das jemand jetzt geschafft? Nee, hat keiner einen Spawn-Gutschein von euch? Was ist denn los hier? Das ist jetzt. Okay, dann müssen wir Tempo-Headless ausmachen. Dann muss hier jeder eine Chance haben, sich das Ding zu greifen. Das hat einfach niemand einen Gutschein. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen bitter. Man wird sich halt einfach so sehr ärgern. Oder liegt's an was anderem? Das ist doch eigentlich. Nee. Eigentlich ist das frei, das Grundstück. Also, wenn, dann hätte das schon jemand in den Chat geschrieben, dass das nicht geht. Ja, wir gucken mal, ob hier gleich einer angesprintet kommt mit so einem Gutschein. Aber im Moment sieht's nicht so aus. Raute CB5, Raute CB5. Ja, CB5, Juni. CB5 kommt bald. So, hat jemand einen Gutschein? Nö, immer noch nicht. Ich will einfach nicht mehr dieses Grundstück haben, hey. Ich glaube, irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier irgendwie faul. Gibt's hier wirklich keinen mit einem Gutschein? Hat jemand einen? Doch, da kommt einer! Dr. Shio! Ich glaube, der Klick, geht das nicht, Shino? Vielleicht geht hat er auch nicht? Noch einen alten Gutschein. Warte, ich guck mal in seinen Info, ob der überhaupt den richtigen hätte. Doch, der hat eigentlich einen richtigen Gutschein. Will der das nicht einlösen oder geht das einfach nicht? Doch, es hat jemand. Doch, jetzt! Neasytech, GG. GG an Neasytech, der es dann doch geschafft hat. Viel Spaß mit diesem Grundstück. Okay, das heißt, CB19 können wir abhaken. Dann machen wir als nächstes mal schnell 22, würde ich sagen. Das ist auch ein spannendes Grundstück. Ist es auch erste Reihe? Ja, ja. Oh, sehr geil. Hattest du schon eine ziemlich lange Zeit bei dir? Dann geht hier auch wieder. Oh, das hier ist es, glaube ich. Ja, hier warten einige. Mit ein paar Gutscheinen, ja. Ich kenne auch einige. X-Fination zum Beispiel. Dich kenne ich safe. Was haben wir noch so hier? Guck mal, welchen Namen man noch so kennt. Sunny kennt man, glaube ich, auch. Mein Gott, dieser Name, ich lieb Abge. Hashtag der ist über. Um den Hashtag Skyblock sponsorlich Raute Entchen süß auch nein. Jetzt mit Nudeln oder ja, gebratenen Also Heimdaler will unbedingt was, der provoziert dich durchgehend im Stream. Und wie sieht's mit Abge ja, aus bei so den nice. Nächsten Hashtag Hunger Aber das Gute Games. Ist, man ist einiges abgehärtet. Runde Klammer. Weil ich sie feier hergegrieft euch, danke der Big Blue Fox. Ja, und das hier einfach mal raus, zack, viel Spaß, mal gucken, wer es kriegt. PI, noch keiner. Ich glaube, es dauert im Moment, bis es dann wirklich klappt, das Ding. Doch, jetzt Mindhunter. Den hatte ich ja gerade sogar hier noch irgendwo in der Ecke gesehen. GG an Mindhunter, dieses Ding hier wird auch einige Millionen wert sein. Da würde ich erstmal nicht direkt verkaufen an deiner Stelle. Da würde ich mal ganz entspannt bleiben. Vor allem, das hat eine super geile Lage. Können wir also auch abhaken. Wie sieht's mit unseren Tempo-Headless aus? Die haben noch 10 Minuten, ne? Ja, ich glaube, die sind noch gut. Okay, also wir haben. Ja. CB5 wird sich gewünscht, dann machen wir CB5. Aber wir können eigentlich auch hier immer, wenn wir da waren, einfach die Whitelists ausmachen. Weil dann gibt's da ja eh nichts mehr zu holen. Klingt nach dem Plan, ja. Gehen wir mal zu CB5. 713. Oder stehen auch einige schon. Nicht alle Spawns auf CB4 weg. Die waren alle die zweite Reihe hier haben. Jetzt Wiffle, da schreibt einer, du sollst nicht alle Spawn-Grundstücke auf CB4 wegnehmen. Was heißt das denn? Ich soll alle auf CB4? Nicht alle. Hast du da so viele, oder was? Ich hatte mal 3 Spawn-Gears, erste Reihe. Ach so, okay. Und die hatte ich dann eingetauscht gegen den CB1 Spawn-Gears. Ah, okay, okay. So, was haben wir hier? Ich glaube, zweite Reihe, ne? Ja, das sieht nach zweite Reihe aus. Da würde ich sagen, viel Spaß. Oder die alle Chaos erstmal ein Merch machen. Ja, das ist auf jeden Fall ein nettes Merch, ne? Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Das hier geht auch raus. Und das hier auch. So, ich hake die wieder ab hier. Gucken, wer sie bekommen hat. Ted hat sie bekommen. Ted Heroinchen. Dann VV Azep und Lecker Knusper. GG an euch. Wenn ihr euch einigt, habt ihr ein echt krasses Merch. Das muss man echt sagen. Da könnt ihr was Dickes draus basteln. Ach, einfach alle aufkaufen. Ich habe auch tatsächlich überlegt, wenn das CB1GS draußen ist, dass ich mir das abkaufe und dann Merch. Oh je. Hast du denn 100 Millionen? Bist du so reich? Ich müsste dann noch ein paar Spawn-Gears verkaufen. Ich habe noch CB2 und CB6 eins. Ach so, du tradest dann die einen Grundstücke gegen ein besseres, okay. Ja, CB1 ist halt schon nice. Lass uns CB6, du hast zu schnell gemacht, war noch am Einloggen. Okay, wir machen CB6, da gibt es sogar boah, über 10 Stück. Dann machen wir nochmal ganz kurz die Whitelist aus. Könnt ihr nochmal ganz kurz hier nachjoinen, wenn ihr gerade auf CB6 wartet. Aber bei Punkt 200 geht die Whitelist wieder rein.
184. Wir können schon mal zum ersten Grundstück gehen. Ich sehe schon, da gibt es sogar eins in der ersten Reihe. Das ist das direkt geradeaus. Der fährt, wenn wir auf dem Grund... haben wir CB11 schon gemacht, weil sonst können wir das nicht ausmachen. Nee, haben wir, ach, CB11 gibt es gar keine, sehe ich gerade. Der hat gar keinen Sinn. Nee. Dann könnten wir da die Whitelist ausmachen, ja. Vielleicht kannst du das eben machen, Entchen. Ich geh rüber. So, schnell wieder Whitelist rein. Ups, nämlich jetzt leckt's nämlich schon. Komm, Whitelist, schnell. Und ihr seht wieder, hier sind wieder die ganzen Leute mit Spawngutschein. Da ist einer, da ist einer, da. Also wirklich alle hier sind schön mit Spawngutschein am Start. Oh Gott, das ist viel zu voll. Jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren sollte, Freunde. Jetzt ist es viel zu voll geworden. Ja, jetzt haben wir den Salat. 236, oh je. Das ist aber nicht gut. Yo, CB11 funktioniert wieder. 270, Leute, ja. Freunde, jetzt haben wir den Salat. Jetzt ist hier alles, jetzt ist alles broke. Genau deswegen wollten wir das eigentlich nicht tun. Naja. Dann warten wir mal ein bisschen ab. Gucken, oh, Whitelist ist auf jeden Fall an. Aber es laggt trotzdem. Ich komme auch nicht mehr drauf. Gib bitte CB9 wieder frei. Ja, ich will nach Hause. Wie schön, dass du wieder mal streamst. Luki, das ist eine gute Idee. Ich danke für die krasse Donation. Und das machen wir jetzt mal. Wir lassen CB6 erstmal aus, weil das ist viel zu voll geworden. Außerdem glaube ich, dass einige Nicht-CB6-Spieler jetzt gerade da geiern. Und das wollen wir ja auch nicht. Mach mal so lange auf den anderen CBs, wo keine Grundstücke sind, die Whitelist aus. Wenn einige schon mal spielen. Jo, kannst du gern machen. So, hier kann man jetzt auch wieder zocken. Okay. Was nehmen wir dann statt CB6? Nehmen wir den. Ich meine hinten weiter um 3, 4, 5 Reihe. Jetzt würfel, also wir vergeben heute, glaube ich, bis Reihe 3, Entchen. Ja, genau. Erste bis dritte Reihe. Der Rest wurde in den Wochen davor einfach so vergeben. Also der ist wahrscheinlich jetzt gerade schon frei, wenn er nicht geclaimed ist. Wir haben pro Tag immer 30 Grundstücke freigegeben. Ja, also ganz wichtig, wir vergeben in diesem Stream die wertvollen Grundstücke. Ich glaube, Reihe 1 bis 3 ist das. Und alles dahinter wird auch vergeben, aber wurde bereits im Vorhinein einfach random. Das müsste bereits frei sein. Also da könnt ihr mal gucken, ob da nicht noch was frei ist. Kommt alle auf Skyblock, da ist es nicht zu voll. Ja, wer mal während der Whitelist was ausprobieren möchte, kann mal Skyblock besuchen. Wir machen jetzt CB10, würde ich sagen. So. Die haben sich nämlich auch verdient. Wer ist denn hier so? Crapter kennt man. Shaker kennt man safe. Whiskey Ricky. Wen haben wir hier noch so? Earl Grey. Ein Supporter! Eine Supporterin möchte hier auch, okay. Hat die auch einen Spawn-Gutschein dabei? Nee, hat sie nicht. Okay, die will nur gucken. Gut, dann fangen wir mal an. Einmal raus damit. Uzumi ist auch da. Oh nee, wenn der sich noch mehr holt, dann ist der ganze Spawn verloren. Dann gibt's hier nichts mehr für die anderen. Whiskey Wick hat das erste. So. Whiskey Wick, sehr gut. Dann machen wir mal 9-7. Das ist jetzt aber mittlerweile auch alles zweite Reihe, ne? Ja. Gucken wir mal hier. Einmal das. Dann 8-6. Nein, das ist ja tatsächlich Shagger. Ich hoffe echt, dass ein paar Grundstücke jetzt nicht wieder direkt an die ganzen reichen Leute fallen. Weil ich persönlich finde es nicht so cool, wenn einem alles gehört am Spawn. Ich weiß, einige streben das immer an, aber das ist so ein bisschen viel. Wem gehört das denn hier eigentlich? Ach, Egalos, okay. Na gut, dann sind wir mit CB10 auch schon durch. Das heißt, die sind alle frei. Gönnt euch die Grundstücke gerne. Ich will nach Hause auf CB10. Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Gab es denn irgendwann mal jemanden, der den ganzen Spawn besessen hat? Die ganzen erste Reihe Grundstücke? Also Sumi war mal ganz kurz davor und wir hatten auch davor schon mal Spieler. Ich glaube, einer ist gequittet, der hatte mal auf irgendeinem CB hatte der fast alles. Ich glaube, außer ein Grundstück, was ich hatte. Und CB Evil, glaube ich, gab es auch mal wen, oder? Ach, Golden Hand, stimmt. Stimmt. Mit seiner Gold Bay. Stimmt, da hatten wir auch jemanden, der alles hatte. Ich glaube, dem hatte eins noch gefehlt oder zwei. Das gibt's, meine ich mal. Ich bin immer ganz froh, wenn es aber nicht so ist, weil
Theoretisch, wenn du den ganzen Spawn umrundest und einfach P den drei Sternchen machst, dann ist das nicht so cool. Ja. Hier schon die Beschwerden darüber. Hatten wir auch schon alles, ne? Also hat es alles schon mal gegeben. Es gibt Leute, die schaffen sowas. Okay, machen wir als nächstes CB12. Da haben wir ein Grundstück, ich glaube in der zweiten Reihe. CB12. So. Einmal freigeben, zack. Gucken, wer das hier kriegt. Wie viel haben wir denn noch? Ich glaube, wir haben jetzt so circa langsam vielleicht die Hälfte. Und Nature Extreme kommt noch. Aber Nature und Extreme sind halt sehr gefragt aktuell wieder. Das wird noch spannend. Noroel, viel Spaß mit diesem Grundstück. Eine Titan-Spielerin. Viel Spaß damit. Lass uns auf CB7 gehen. Jo, CB7 geht fit. Lukudus hatte mal fast den ganzen CB3 Spawn. Okay, auch krass. Gut, das ist ganz schlimm, sage ich dir, mit den Grundstücken. Oh je. Warte mal, haben wir CB3 noch auf unserer Liste? Dann können wir das uns mal anschauen gehen. Ja, wir haben da noch CB3. Also gut, man muss halt einfach sagen, dass Spawn-Grundstücke somit die beste Anlage sind, ne? Also die werden nicht so leicht verdoppelt. Also ich hatte mir damals das CB4-Grundstück für 3 Millionen gekauft und habe daraus 45 Millionen bekommen. Boah. Also von daher. Das ist eine Ansage, ja. Und ziemlich nice. So, hier gibt es auf jeden Fall auf dem 7er ein paar zweite und dritte Reihe. Aber ich glaube, selbst zweite, dritte Reihe, weißt du, was das wert ist? So? Also, wenn du auf CB1, sagen wir mal CB1, eine zweite Reihe, dann zahlst du schon 10 bis 15 Millionen. 10 bis 15 Knusper, Millionen? Aber das liegt doch, ich glaube, am CB1-Flair. Zweite Reihe vielleicht, 2, 3, 4 Millionen. Hashtag Heimdala, Hashtag Wildbattle. Sumi hatte für 6 Stunden alle 16 auf CB10 und dann, oh, ich habe nicht ganz gesehen, was du geschrieben hast. Gucken wir mal. So, ich glaube, hier können wir die Whitelist jetzt auch ausmachen, weil da müssten jetzt alle vergeben sein. Oh, Heimdaler macht bald wieder Hunger Games. Sehr cool. Und Sumi schreibt, er hat aber nicht gemerged. Aber nur noch ein 7, ein Drittel hat er nur noch. Na gut. Alles klar, aber 7, ein Drittel von, wie viel hat man als in so einem Umkreis? 16 Stück. 16, mit den Ecken, echt? Ja, ja, 16. Stimmt, ja. Ja, ist krass. Sicher, dass keine 20 sind? Nee. Okay. Jetzt vorne ist ein 9er Merch, also 3x3. Ah, okay. So, 6 ist wieder leer, dann machen wir jetzt CB6 als nächstes, dann sind nämlich all die Geier verschwunden und wer da auch immer normalerweise spielt, hat eine Chance zu joinen. Weil, 192 geht fit. Der ganze Rest ist anscheinend wieder, hat sich verpieselt. Guck mal, was bin echt geht. Gespannt, wer das erste GR bekommt. So, CB7 hatten wir gerade gemacht, ne? Ja. Machen wir CB. Machen wir das erste Reihe-Spawn-Grundstück. Machen wir das mal. Oh je, hier ist auf jeden Fall nicht leerer geworden. Was ist das hier wert? Frag ich mal. Da gab es halt wirklich ganz viel Stress mit dem Grundstück. 60 ja. Millionen? 60 bis 70 Millionen? Boah. Echt so viel? Boah. Ansage, Leute. Krasse Ansage auf jeden Fall. Das aber, da haben sich auch die Preise wieder verdoppelt. Weil wenn ich jetzt überlege, ich hatte für mein CB6 hinten raus 15 Millionen bezahlt. Und du hattest auch ein SRI-Spawn-Grundstück? Ja, ich habe das immer noch. Vielleicht ist das Mehrwert, weil es hier direkt wie im Eingang liegt? Oder hast du da auch so eins gehabt? Ja, ich habe eins hinten raus. Also wenn wir hinten rausgehen, das ist ja geradeaus. Also quasi dann, genau andersrum. Weil wenn das 50 für 60 Millionen, dann macht man da einen guten Gewinn mit. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Wir hauen es mal raus. Zack. Ich hole mal schnell ein bisschen Wasser und dann kommen die nächsten Freunde. Blinders, GG. Ich bin mal gespannt, ob das irgendjemand abkauft für den Preis für 50 bis 60 Millionen. Das wäre echt spannend, dass jemand bereit ist zu zahlen. Wahrscheinlich irgendein CB6-Main-Spieler, der das zahlen würde. War auf jeden Fall sehr, sehr nice Grundstück. Wenn das noch nice bebaut ist, dann kriegst du das noch viel mehr weg. So, wieder da. Wer hat's denn? Blinders. Kennt man auch den Namen. GG. GG dazu.
echt ein ziemlich nices Grundstück. Björn Breit, abgemein Kindheitsheld, bitte grüß mich. Liebe Grüße an dich, Björn. Du hörst dich aber nicht so an wie jemand, der erst 16 ist. Du hörst dich eher an wie jemand, der schon 32 ist. Obwohl ich nicht alle Björns jetzt auf alt stellen möchte. Ich habe das Gefühl, die donaten tatsächlich mehr für dich, Entchen, als für mich. Weil die meisten schreiben ja einfach nur Entchenherzchen, wie Citro. Oder irgendwas, um dich zu provozieren. Also, mir donatet eigentlich keiner in diesem Stream. Sollte vielleicht öfters kommen. Ja, als solltest du selbst einen Stream anfangen. Oh, ich bin, also, for real, wenn ich mal mit Vipex so ein, zwei Stunden stream, reicht mir das dann auch. Hier wieder, Abke, du möchtest doch kein Entchen sein. Hashtag Hunger Games. Nein. Also, das Hunger Games Projekt, das habe ich Händler auch privat gesagt, ist ein ziemlich nice Projekt. Also, ich finde das cool. Ich muss auch sagen, von Heimdall habe ich schon einige Sachen gesehen, die auch einfach krass sind. Du kannst da nämlich Kopfgeld auf Leute setzen und wenn Zwieback da mitmacht, ist das umso lustiger. Okay. Ist Zwieback immer so ein hohes Kopfgeld oder was? Ich glaube, ich habe letztens auf Zwieback 250.000 gesetzt. Uff. Okay. Einfach nur damit die Zwieback töten. Ich bin gespannt, ob Blindness das Grundstück verkauft oder ob er das behält. Ich glaube ehrlich gesagt, bei den Werten das zu behalten ist schwierig. Also du wirst halt so, ich wette, er wird so krasse Angebote kriegen, dass es sehr schwer für ihn wird, das nicht zu verkaufen. Außer Blindness ist schon selbst sehr, sehr rich, dann kann er sich vielleicht leisten. Am spannendsten wird es eigentlich bei CB1. Also ich würde es immer einem gönnen, der vielleicht den Spawn-Gutschein wirklich gewonnen hat oder sich irgendwie gekauft hat vor ein paar Wochen, als er richtig günstig war und jetzt einfach so ein 100-Millionen-Ding lackt. Dem würde ich wirklich das gönnen, aber ich vermute, es ist so schwer, das zu behalten, weil das Geld, was du da kriegst, absolut... Hallo Abke, oh. Und wie geht es dir? Punkt. Bin gerade im Urlaub, aufpassen, hab nicht morgen Geburtstag, das das eine Fliege, oh, das wäre krass, ja. Also dann bist du halt am Arsch. GS von mir, UNE, würde mich echt freuen, für meine Geburtstage eine GS zu haben. Danke dir, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz. Okay, danke dir für die Donation und liebe Grüße in Urlaub. Nachtflake ist auch da, moin moin aus Hamburg. Danke, danke. Und liebe Grüße zurück nach Hamburg. Ja, also Leute, ganz ehrlich, das ist auch vielleicht so ein Punkt. Mach mal CB 18 auf, bitte. Ja, wir können mal wieder kurz hier ein paar CBs öffnen. Oder haben wir 18 noch auf der To-Do? 18 haben wir noch auf der Liste, deswegen ist noch nicht offen. Dann machen wir das mal kurz auf hier. Machen wir eben den 18er weg, da ist nur eins. Das ist aber tatsächlich ganz wichtig, Freunde. Wenn ihr jetzt ein Spawn-Grundstück kriegt, bitte, bitte, bitte. Passt auf, gerade wenn es jetzt, jetzt direkt um hohe Summen geht, dass ihr euch nicht scammen lasst. Macht das in Ruhe, wartet ruhig ein paar Tage, die Preise werden schon nicht komplett sinken. Oder nehmt euch einen vertrauenswürdigen Middleman. Wobei ich da auch schon Sachen gehört habe. Überleg mal, bei 100 Millionen, ja, da ist auch schon... Also da gab es schon Mittelsmänner bei 100 Millionen, die sind schwach geworden, weißt du? Die soll es gegeben haben, Entchen. Also for real, ich darf keine Mittelsmänner empfehlen. Aber es gibt schon einige, also wenn irgendjemand einen guten braucht, sagt mal Bescheid. Also ich kann das zwar nicht, aber irgendjemand anderen nicht kennt ein paar. Und die scammen da auch nicht rein. Wen hattest du so im Sinn? Ohne den jetzt zu empfehlen? Capo. Also Capo della Mafia macht ja auch YouTube-Videos darüber und der hat schon mehrere Millionen Trades, also in hundertstelligen Beträgen. Okay, ist also keine Empfehlung, Freunde, wenn ihr euch scammt, habt ihr Pech gehabt, aber anscheinend ist da kein Geld zurück. Ist Capo wohl sehr vertrauenswürdig. So, machen wir jetzt CB3, dann kannst du nämlich das von Locutus mal zeigen. Oh. Ja, let's go. Ich gehe mal zu Locutus. Oh, warte, ich glaube, warte mal, die Whitelists gehen aus, oder? Ja, die gehen aus. Ja, sieht so aus. Dann machen wir die gleich wieder rein. Temp Whitelist on. Mal gucken, ist die hier schon raus? Ja, die war schon raus. So, wir haben auf jeden Fall ein zweiter Reihe Grundstück. Das geht dann mal jetzt direkt raus. Ah, warte, dann du bist wir... da sogar. Dann guck mal, wenn du bei dem zweiten Reihe Grundstück bist, diese Steinwände an. Das ist Locutus, die hässlichen Steinwände. Locutus hat so viele Spawn-Gear, es sind alles sind voller Steinwände. Okay. Und es gibt wirklich einen richtigen Beef deswegen im Forum. Das ist da, was macht denn der hier damit? Weiß es nicht, was Locutus da macht. Hat auf jeden Fall riesige Steinwände. Warte mal.
Das ist für ein Unsinn. Ach, der hat hier oben einfach nur irgendein. Hä, aber das zählt ja fast als unbebaut. Das ist ja hier. Ja, aber du musst halt wissen, bei Teamfeedern gebe ich ein bisschen mehr Zeit immer. Warum? Weil die machen ja auch noch ein bisschen was für Creeper Games, weißt du? Wenn die was programmieren. Also ich finde, das muss noch deutlich. Also das ist ja für einen Spawn fast unwürdig. Was ist das denn für ein Jägerkasten? Also Lokudos, da musst du eigentlich mal ein bisschen was drauflegen hier. Das ist ja so unglaublich hässlich. Also da verstehe ich. Der Kontrolltermin ist bald. Ja, da verstehe ich die Aufregung. Wo ist denn hier der Spawn dann? Warte mal. What the fuck? Was hat der hier getan? Ja, Lukas hat wirklich viel auf CBD3. Hier ist der alte Spawn. Wo ist denn der richtige? Warte mal, Spawn. Also die Wände findet man ja am Spawn schnell wieder. Auf jeden Fall, ja. Hier? Ja. Okay, das hier finde ich ganz geil in der ersten Reihe. Das hat er echt schön gebaut, aber. Was danach an den Seiten kommt hier. What the hell, okay. Keine Props dafür, Lokudos. Da musst du echt noch. Da musst du dir mal Leute ins Team holen, die das geil bebauen. Das ist, ja, das ist ziemlich unschön. Vor allem die dahinter können einfach nicht gucken, ne? Das machen ja die Leute ganz gerne. Wo dahinter gibt's auch einfach gar keinen. Das drückt den Preis. Das drückt den Preis, ja. Das ist tatsächlich so auf CW1 auch so. Ganz liebe Grüße vom LPM-Clan. LT Bob, ich danke dir. Liebe Grüße an LPM zurück. Krass übrigens, dass LPM immer noch bei uns zockt. Die sind, glaube ich, mittlerweile seit 3 Jahren am Start oder länger. Ja, LPM ist schon sehr, sehr lange. Ein super alter Clan. Okay, CB3 können wir abhaken. Dann haben wir für euch noch Folgendes. CB1 kommt wahrscheinlich als letztes, also vor Nature und Extreme, aber als letztes von den normalen. Mit dem 100 Millionen Grundstück. Dann haben wir noch CB8 einmal, eine dritte Reihe. Dann haben wir auf CB13 nochmal erste Reihe und CB16 noch. Das war's dann. Ich mache mal auf den Dinger nochmal kurz eine neue Tempo-Atlas rein. Ich bin gerade extra auf CB1 gegangen, dass hier nicht überstürmt wird. Jo. Also, CB1, CB13, CB16... Und CB8 kriegen nochmal eine Temp-Whitelist. Gönn dir. Zack. Erik, gönn dir. Ich danke dir, Erik. So, CB13 als nächstes. Oh, da gibt's wieder erste Reihe. Da gibt's erste Reihe, ja. Ist sogar sehr leer. 117 Leute nur. Mich wundert, dass keiner jetzt gerade auf CB13 gegambelt hat. Ist das so wenig wert hier? Obwohl doch im Million ist das schon wert. Was ist das hier wert, frage ich mal. Ah, das ist sogar ein Kral hinten raus, Grundstück. Ich denke mal, ja, 20. 20 könnte gut hinkommen. Na krass, dass CB1 fünfmal so viel wert ist, ne? Krass, krass. Ja, Leute, da würde ich sagen, slash Rand und let's go. Viel Spaß. Mal gucken, wer sich das hier geiert. Gucken, ob ich hier Spieler kenne. Paul Boss, ja. X Lugas. Kickerzeit. Ein paar Namen sagen mir was, aber tatsächlich weniger als auf CB1. Da kenne ich, glaube ich, mehr Spieler. Vielleicht, weil der CB älter ist. So, wer hat's bekommen? Lacker the Noob. Ich hoffe, das ist wirklich ein Noob. Gucken wir mal. Nö, ist ein Supreme. Sieht nur ein bisschen strange aus, der Typ. Uff. Ist das nicht sogar ein Clan, der hier auf dem CB spielt, dieser Zen-Clan? Dann wäre das cool, dass so ein Clan das bekommen hat von dem CB. Weiß ich nicht. Lacker the Noob ist, glaube ich. Warte mal. Clan, Info, Lager, Sanook, geht das? Ja, weiß ich nicht. Okay. CB13 ist damit. Ah, ne, da haben wir noch zwei Sachen. Ich glaube nur, die will keiner. Also, ich wette, der hat keinen Spawn-Gutschein. Der wartet hier, glaube ich, einfach so. Gucken wir mal. Sogar ein Handyspieler, der geruht. Nö, der kann das gar nicht holen. Also ich glaube, die dritte Reihe auf CB13 sind tatsächlich so wenig wert, dass man die gar nicht holen möchte. Außer da kommt jetzt noch einer. Ne, sieht nicht so aus. Also auch an alle, die vielleicht einfach nur in den hinteren Reihen mal anfangen wollen zu spielen. Die werden ja mit der Zeit auch wertvoller. Ich würde euch raten, die einfach mal zu claimen, wenn ihr vielleicht eine zweite Reihe Spawn-Gutschein habt oder so. Das lohnt sich vielleicht. Auch man könnte mal überlegen, ob man auf 13 vielleicht mal investiert, dass der CB irgendwann noch wächst und so. Aber da gibt es einige, die anscheinend gerade komplett unclaimed sind. Die kann man sich jederzeit holen. Weil das ist aus. Lass uns CB8 machen.
Jo, CB8. Dann haben wir nämlich jetzt noch CB1 danach und CB16 und auf 16 sind nochmal zwei erste Reihen. So, wie sieht's denn hier aus? Ein Grundstück, oder warten tatsächlich viele? Da gibt's sogar Interesse. Gucken, Blood Mafia kennt man auch, hat auch einen Gutschein am Start. Hier auch wieder einer. Ich glaube, der hat's nicht bekommen. Murmeltier hat's bekommen. GG. Anscheinend ist zum Beispiel auf CB8 die dritte Reihe was wert, da wird's nämlich direkt geclaimed. Ich bin auch ein paar mehr Spieler als auf 13. So, das heißt, wir können CB8 auch abhaken. Dann haben wir jetzt noch gleich als Finale CB1 und CB16 machen wir jetzt gleich noch. Dann sind wir mit den wertvollen Grundstücken durch. Der Rest, wie gesagt, ab Reihe 4, 5 und so ist sowieso schon frei und einige in Reihe 3 werden gar nicht erst geclaimed. Die sind auch frei. So, ich fange diesmal hier auf CB16 mal mit der dritten Reihe an. Könnt ihr euch gerne holen. Zack, einmal. Hier ist sogar schon frei. Guckt mal. Eins der Grundstücke ist einfach schon frei. Hat aber nie jemand geclaimed. Ja, das sind ein paar. Das ist offenbar, lohnt sich anscheinend nicht auf CB16, weil der Server zu leer ist. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ja, ich glaube, es lohnt sich sogar vielleicht in zweite oder dritte Reihe zu investieren. Weil es, ich meine, ich könnte mir vorstellen, irgendwann sind die Server mal voll. Oder man möchte auch da die Reihen bebauen. Und es gab auch mal Leute, die haben gesagt, irgendwie CB10 werden die voll oder CB9 und jetzt sind die Dinger auch viel wert. Also, ne, das sind halt die neuesten CBs, die gibt es zwar jetzt erst ja, auch schon ein oder anderthalb Jahre, aber irgendwann könnte das natürlich passieren, dass sie wertvoll sind. Das Problem ist, dass die Spawn-Gears-Gutscheine durch unseren Livestream jetzt so in die Höhe geschossen sind, dass alle einen haben wollen. Deswegen lohnt es sich aktuell auch nicht, die zu holen. Ach so. Ja, dann muss man vielleicht überlegen, wenn die mal bald wieder sinken, dass man ein bisschen einkauft. Ja, dann ist gut. So, erste Reihe. Let's go. Gucken, wer das hier kriegt. Ja, Mr. Proklo. Oh mein Gott. GG, Mr. Proklo. Viel Spaß damit. Jetzt haben wir ein ziemlich spannendes Grundstück. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon rausgegeben. Das ist nämlich CW16 geradeaus wieder. Geradeaus auch. Ist mal das teuerste, ne? Mhm. Mhm. Na gut, dann slash Rand und let's go. Ich frage mal, was das hier wert ist. Mal gucken. Noch hat's keiner. Schreibt auch keiner was, die klicken alle nur. Blocky hat's bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Blocky. Gucken, ob da jemand Preise schreibt. Ich bin mal gespannt, was auf CB16 so ein Spitzenlage-CB1-Ding kostet. Das müsste ja theoretisch auch deutlich über 20 Millionen gehen. Ja, ich denke schon. Aber schreibt keiner was. Oder hat es keiner gelesen? Waren die so konzentriert alle? Weiß gar nicht. Damals ging das, glaube ich, für 25 raus. 30? Ja. 40 bis 50? Ja. 25, 30 ist ordentlich was wert. Gut, wir machen uns finally auf den Weg zum allerletzten Grundstück, beziehungsweise vor der Verlosung. Das kommt jetzt gleich. Wir haben 5 und 3, 8 Grundstücke auf Nation und Extreme, die gehen noch raus. Die werden auch komplett verlost, also auch an Leute, die keine Spawn-Gutscheine haben. Und CB1 gibt es jetzt als nächstes. Das ist die 8-8. Aber ich glaube, das war der, der das umgesetzt hatte, der Lurox, ne? Ja, du kannst hier einfach wieder zu mir tippen. Also wenn du mal im Chat siehst, erste Reihe Spawn, hier ist Gutschein 3,5 Millionen so und die gingen vor, sagen wir mal, 2 Monaten für 1,7 Millionen weg. Okay, mach kein Slash Nier, Freunde, dann fliegt ihr aus dem Spiel. Hier sind so viele Leute, dass das anscheinend zu einem Bug führt. Auch ein Bilder von uns. Uff. Aber da sind ziemlich viele, also ich bin ja CB1 Main und ziemlich viele Main-Spieler hier. Ich mach mal Folgendes. Bin gespannt. Wer hat alles einen erste Reihe Spawn-Gutschein? Fragen wir mal. Ich bin mir sicher, der Chat müsste jetzt eskalieren, Freunde. Ich, also der ein oder andere hat so ein Ding dabei. Ich habe das Gefühl, der halbe Server hat einen dabei. Bin gespannt, wer mein neuer Nachbar wird. Wo wohnst du denn? Ich hab hier mit dem Dracheneier ran. Nebenan. Nur mit dir den Skyblock spawn, den gönne ich mir Sinkraute endlich in Süßauer-Hashtag-Wildbad. Achso, du machst das auch, wie du Kudos hier? TLE, beste Grüße von CityBuild. Achten, kannst du wieder mehr Booster in die Kisten machen, Abge? Ja, das hat mir ein Bilder von uns gebaut. Ich leide an chronischem Fleimangel. Ich glaube, du willst dem MC-Zocker hier das Ding abjagen, wa? Ja, der wollte mir das für 15 Millionen verkaufen. Vielleicht drückt das den Preis nochmal. Okay. Interessant, dass sich das lohnt, hochzubauen und hier sich zu verdecken.
Na gut, wir hauen's raus, Freunde. 100 Millionen. Das, was im Stream-Titel steht, das geht jetzt raus. Ich bin gespannt, ob das Ding vielleicht sogar über 100 Millionen später verkauft wird. Ob sich das jemand leisten kann. Es gibt ja Leute, also es gibt aktuell, glaube ich, kaum einen Spieler, der 100 Millionen hat. Höchstens 2, 3 Stück. Aber es gibt Spieler, die könnten theoretisch andere Spawn-Grundstücke tauschen oder seltene Items und hätten dann 100 Millionen. Ich bin gespannt, ob das Ding hier für mehr als 100 Millionen rausgeht. Es würde mich sehr freuen, wenn wir das schaffen. Aber, und es würde mich auch freuen, wenn es einer kriegt, der nicht reich ist. Ich gucke gleich mal nach, wer es kriegt und ob der reich ist. 3, 2, 1. Let's go! So, das Ding ist raus. Der ganze Server hängt erstmal. Da wird so viel geklickt gerade. Jemand von PFF. Schauen wir mal. PFF ist reich. Oder relativ reich. Schauen wir mal. Wer ist denn das? Ist ein Spieler mit 5000 Spielstunden. 3 Millionen hat er am Start auf der Bank. Glaube ich relativ reich. Aber GG trotzdem. Ich hoffe, euer Clan macht was Cooles damit. Ach, Semarox ist ja auch im PFF-Clan. Den kenne ich ja auch. Liebe Grüße. Ja, Semarox. Ja. Schauen wir mal. Viel Glück damit und ich hoffe, du kassierst die 100 Millionen ab oder ihr macht was Geiles draus. GG. So, wir haben damit die fertig. Wir machen jetzt noch Nature und Extreme als nächstes. Wir können aber die ganzen Temp-Whitelists jetzt eigentlich erstmal rausmachen, außer halt auf Nature und Extreme. Da sollte man mal schnell eine reinmachen. Mein Gott, die sind alle richtig mad. Aber einige jetzt haben lange gewartet und sind jetzt enttäuscht wahrscheinlich. Ich hab reingeschrieben, ich geb dir sofort 100 Millionen und alle gibt das nicht Entchen. Uff. Kannst du die 100 Millionen easy leisten? Ja, halt schon CB2 Spawn GS, denke ich, 40, 45 Millionen, dann CB6 habe ich noch, 30 Millionen, dann 75, dann muss ich halt noch ein paar Items verkaufen, also man kriegt schon irgendwie hin. Okay, krass. Aber ich glaube, dann bin ich auch erstmal ziemlich arm. Mal schauen, wer es bekommt oder ob er es verkauft. Also ich kann mir vorstellen, dass der Clan sogar sagt, wir errichten da auch nochmal einen Standort oder sowas. Ich glaube, die spielen ja nicht auf CB1, oder? Die sind CB8. 5 oder ja, 8. CB, ja, 5 oder 8, irgendwas da so um die Dreh. Ja. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie es vielleicht behalten. So, was sagt denn der Stream-Chat so lange? Wichtig, wir machen jetzt das nächste Extreme und Nature, da wird es komplett verlost, weil da gibt es keine Spawn-Gutscheine. Das geht ich einfach komme nicht. Aus Luxemburg, ja, und bin gerade in Hamburg im Urlaub und ein guter Freund, der heißt John Bonze, hat meine Spawn GS und wollt für meinen Geburtstag die Chance, eine Spawn GS zu bekommen und wollt was? Für meine Rabbit Geburtstage Trooper. Was draufbauen möchte, rotes Herz, rotes Herz. Ich danke dir. Ich bin gespannt, was dein Freund auf dein Spawn-Grundstück baut. Ich hoffe, der scammt dich nicht. So, was sagt der Chat sonst noch? Danke, dass du wieder da bist. Gamer in the Hood, sehr gerne. Was haben wir hier noch so? Du stinkst, danke dafür. Wie lange wartet man auf eine Antwort der Admin-E-Mail? Das kommt drauf an, was für ein Anliegen du hast. Wir gucken da eigentlich wird täglich reingeschaut, aber wenn du ein kompliziertes Anliegen hast, kann das schnell mal bis zu einigen Wochen dauern. Okay, bitte nur an Nature-Spieler verlosen. Versuchen wir, können wir natürlich nicht versprechen, weil es kann ja jeder joinen. Ansonsten kauft man die halt einfach. Auf 13 wurde das GS gehackt, was meinst du damit, Hamster Gamer? Wie kann das denn gehackt werden? CB13, da ist ein Problem. Was ist denn auf 13? Was hat den Besitzer plötzlich gewechselt? Oh je. Das wäre. Oh, okay, das könnte spannend werden. Das ist weggebuggt. Gehört nicht mehr Luck at the Noob oder so. Also, ich glaube, Luck at the Noob hatte auf 13 das gewonnen, aber es gehört mehr dort. Mhm, interessant. Was dafür eine Tür? 13 Spawn-Grundstück weg. Müssen wir uns vielleicht mal nach dem Stream angucken. Vielleicht wird es auch nach dem Neustart erst finally entschieden, wer es dann hat. Derjenige, der es dann nicht mehr hat, könnte sich aber mal bei der Admin-E-Mail melden. Vielleicht können wir da mal gucken, was da passiert ist. Ja, moin, Lukas, komm mal kurz. Warte, ich komm. So bekommt auch Abka ein Quäntchen und nicht nur das Entchen. Danke dir, Max. Guck mal bitte in die Truhe rein. Meldet das mal Abka im Chat, dass ich jupen kann. Ja, guck mal. Als wir einen Spawn GS bekommen, hier der Proof, dass ich dupen kann. Lul. Guck einfach mal in die Truhe und dann
Das ist HGW an den Gewinner des CB1GS. Das heißt aber, das ist der Maddot. Auf CB2 müsstest du auch noch ein GS haben. Liebe Grüße an euch. Kleiner als drei. Interessant, dass der das einfach kann, ja. Das müssen wir uns angucken. Du bist wahrscheinlich danach noch am Stream. Ach ja, du machst ja WVW, dann würde ich mich einfach mit dem mal auseinandersetzen. Ja, mach das mal. Ich habe ihn erstmal rausgeschmissen. Huch, zack, zack. Also an Maddot, wenn du das hörst, komm einfach auf den Teamspeak oder Discord, was dir lieber ist, und schreib mich an. Beziehungsweise schreib mir mal im Forum. Dann rufe ich dich einfach später hoch. Joa. So, wir hatten das vorher gehabt, das Grundstück. Das war der Lacker Sanuf, ne? Dann kriegt der das erstmal wieder. So, zack. Weg mit dem. Ja, also der hat ja offenbar gesagt, dass das kann. Hoffentlich hilft der. Jetzt müssen wir gucken, wo der Bug da ist an der Stelle. Okay. Wir hauen jetzt noch Nature und Extreme raus und dann geht's nachher noch zum WVW rüber. Wir müssen uns da sogar ein bisschen beeilen, sonst schaffen wir das alles gar nicht. Ja, wir sind schnell, sage ich dir. Dann lass uns mit Nature anfangen. Können wir gerne machen, ich komme rüber. Nature sind die Grundstücke echt lange schon frei. Ich glaube, safe ein halbes Jahr. Also entweder ein halbes Jahr oder ein Jahr. Jo, Moment, ich brauche eine Sekunde. Oder ist es einfach wieder, oh mein Gott, weißt du, wer es auch sein könnte? Der Rypex. Der Rypex, was macht der? Das könnte auch Rypex sein mit den Kisten, mit den Items in der Truhe. Meinst du? Ich weiß nicht, das klingt so nach so einem hollosen Prank von Rypex. Ja, das Ding ist halt, ist das ein Penner. Das Ding ist halt, ich habe gerade währenddessen schon über unser ACP alles geprüft. Und das System sagt halt, das ist Rypex. Oh mein Gott, was ein Penner. Oh ja, so ein Penner. Also ich habe mich gerade echt ein bisschen in die Hosen gemacht. Ja, same. Richtiger Vogel. Oh ja, okay, Freunde, dicke Entwarnung. Das war safe Rypex zu 1000%. So ein Penner. Ja gut. Alles klar. Das ist zumindest Beruhigung für alle anderen, dass einfach nicht ein Spawn-Rutsche geklaut werden kann. Rypex und seine dämlichen Späße, ey, das ist doch unglaublich. Halt einfach so wieder so ein humorloser Prank von Rypex. Oh mein Gott. Ich hab mich gerade schon geärgert, dass du das im Stream noch gesagt hast, weil ich hätte es lieber einfach ignoriert. Aber ja, gut, dass das aufgeklärt ist. Das hat mir echt Sorgen gemacht, dass wir theoretisch jetzt hier mitten im Stream eine Duplizierer-Welle haben. Dann müssten wir nämlich alles abbrechen. Auch das WVW. Aber das kommt dann heute safe noch. Okay, ich entbanne wieder, aber das ist... Ach. Gott. Du kleiner. Also einmal macht er wieder was und dann kommt er direkt unerwartet. Ich hätte gedacht, das wird ein entspannter Stream und er macht mir schon meine Nerven kaputt hier. Du kleiner. Unglaublich. Na gut. Oh mein Gott. Bester Kommentar, so viel kriminelle Energie, der Kerl. Vor allem das Schlimme ist, wir hatten ja gerade noch einiges. Also für die es nicht wissen, in den letzten zwei Wochen hatten wir noch einige Duplizierer hops genommen mit einem kleinen Bug und haben da ordentlich was wegrasiert. Da sind noch einige, die sich noch beschweren wegen der Entbannung, aber die meisten werden das wohl nicht schaffen. Das ist relativ eindeutig. Und deswegen wäre das jetzt echt worst case, wenn die uns im Stream zeigen, dass sie duplizieren können. Also hat er mich schon kalt erwischt, der Rypex. Hat er irgendwas geschrieben? Also vor allem, was in den letzten Tagen passiert ist, so weißt du? Ja, wir haben nämlich in den letzten Tagen echt viel Trouble gehabt, deswegen... Das hat mir ein bisschen Schiss jetzt gemacht. Na gut. So, Temp Whitelist off und wieder on, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. So. Und dann würde ich sagen, Entchen, was ist das erste Grundstück hier? Ich weiß es nicht. Ich würde einfach die ID kopieren. 192, 132. Was ist das denn bitte? Ah, das ist das hier. Uiuiui. Wurden halt nie rausgegeben. Wir haben ja den Spawn damals nur eingefügt und Los Varus hatte dann an die Erbauer Grundstücke gegeben und an Leute, die damals welche hatten. Warte, aber das ist doch Cousin Yannick hier. Ah, ne. Du musst auf das Richtige, du spawnst immer ein paar Blöcke vorne. Ist ja Nature, da gibt's keine Straßen. Okay, hier ist das Grundstück, alles klar. Ja, wir werden es verlosen mit PSO. Ich werde einfach random das verteilen. Eine Bitte, wenn ihr eins kriegt auf Nature Extreme, macht bitte kein Reset davon. Ihr könntet eure Nachbarn damit schädigen, das wäre nicht so cool. Und ja, wenn ihr das halt tut, dann könnte es natürlich sein, dass vielleicht später jemand kommt und euch das wieder wegnimmt. Also bitte seid da fair. So, wir machen jetzt folgendes. PSO und dann läuft einmal der Random-Generator und Ähnchen sagt gleich irgendwann Stopp, aber wir warten erstmal ein paar Sekunden ab. Einfach nie wieder Stopp, der Stream wird nie beendet. Homlunda schreibt, CB11 ist ein Chunk-Fehler.
Habe ich gesehen, aber bisher keine E-Mail bekommen bei der Admin-E-Mail, deswegen wird es nicht bearbeitet, weil es könnte auch unwichtig sein. Ja, deswegen, wenn da jemand. Bis zu welcher GS-Größe kann bzw. soll man pro Meter Aushöhlen machen? LG. Also ich vermute, Aushöhlen kannst du wahrscheinlich bei jeder Größe nutzen. Ist besser als TNT. Oder Entchen, haben wir da ein Limit? Nee, also es kostet halt pro Plot dann 10.000 mehr. Aber also, Limit gibt's. Wenn du es dir leisten kannst, dann mach das ruhig. Ja. So, stopp. Ne, du wolltest stopp sagen. Oh mein Gott. Sag dir stopp. Ich glaube, jetzt stopp. Okay, wir haben Midget Mike 04. Viel Spaß damit. Wir gucken mal gerade nach, was das für ein Typ ist hier. Midget Mike 04. Das ist ein. Ohne Rang! 118 Spielstunden. Midget Mike, ich hoffe, du wirst ganz, ganz reich damit. Hast du dir verdient. So, das nächste ist dann 189, 132. Was haben wir hier? PI. Ich hoffe, er lässt sich halt wirklich nicht scammen. Das wäre so bitter. Ja, vor allem, weil es ein neuer Spieler ist. Er sollte höllisch aufpassen. Aber das ist auch ein ziemlich spannendes Plot hier hinter dem Marktstimmen. Weil die Grundstücke auf Nature sind sonst nur Ecke und das ist jetzt ein, in Anführungszeichen, normales Grundstück. Machen wir den Random-Generator an. Ist auch einfach Stopp irgendwann. Ja, du kannst. Stopp. Okay, wir haben den Steely Bauer. Wer ist denn der Steely Bauer? Gucken wir mal. Steely Bauer 555. Ist ein, oh, er hat keinen Skin, Ultra. Aber 6000 Spiels schon. Boah, Steely Bauer. Sehr aktiver Spieler, aber nur Ultra. Viel Spaß damit. So, das nächste wäre dann die 188, 32. Dann haben wir nämlich noch 3 jetzt auf Nature. Das ist, glaube ich, hier wirklich direkt am Spawn-Schiff. Genau. So, es läuft wieder, Entchen. Wir müssen das auch ein bisschen durchlaufen lassen. Ja, wir können aber nicht ewig hier warten. Stopp, okay. Gewonnen hat indisches Curry. Ich glaube, den kennt man. Mal gucken, wie viel Spielstunden der hat. Indisches Curry. Das ist jemand mit Ultra, 1800 Spielstunden. 2 Millionen auf der Bank, aktiver Spieler, aber Ultra. Gut. Wäre so lustig, wenn das ein Sweedy gewinnen würde. Also wenn der das gewinnt, dann überlege ich es mir nochmal, ob er das wirklich kriegt. So, nächstes Grundstück. 192, 128 ist immer noch erste Reihe. Lohnt sich also auch und wir machen PSO und ab dafür. Ah, das ist das von Barus damals. Ja. Also sind da eigentlich noch Sachen drauf? Nee, haben wir doch alles. Und nicht, dass wir jetzt hier gleich irgendwelche krassen Sachen raushauen. Gibt's noch was Gratis dazu? Gibt's noch ein paar Admin-Lager-Items da gratis dazu? Das wäre jetzt der totale Fail. Hast du das gecheckt, dass da nichts ist? Ja, ja, das hatte Varus damals so mit Wörtern mit Gras aufgefüllt. Also, ah, okay. Ich guck noch mal kurz. Guck mal die anderen bitte noch eben durch, ob da. Ja, Stopp bringt jetzt nicht viel. Warte. Achso, du. Du kannst jetzt kannst du nicht wieder. Oh, ja, Varus hatte hier nur eine Schicht drüber gemacht, weil das ausgehöhlt war. Guck aber mal die anderen bitte gleich mal kurz an, nicht, dass da irgendwas noch ist. Du kannst, by the way, jederzeit. Warte, ich mache jetzt einmal Stopp, so. Und Stopp. Verkauf. Viel Spaß, Verkauf. Der Name ist richtig cool. Der heißt nämlich Fair von gerecht halt, weißt du? Verkauf. Den finde ich irgendwie cool, den Namen. Gucken, was ist das für einer? Der hat geschenktes Premium nur und 3000 Spielstunden, also wirklich. Hier räumen gerade Leute ab, die haben es absolut verdient. Ist das irgend so ein Verkaufsbot? Vielleicht auch das. So, das nächste ist Strand am Spawn. Das sieht auch alles gut aus hier. Okay, hier sind keine Items mehr. Zweite Reihe ist das, nur das hauen wir mal ganz schnell raus hier. Es können nicht mal Pocketspieler gewinnen. Doch, Pocketspieler können auch gewinnen, weil, Moment, ihr seht, die sind sogar als allererstes immer dran. Es gibt halt nur einen einzigen Pocketspieler, der gerade online ist. Ne, aber der Andy Lauge könnte auch gewinnen. Der ist immer der Erste mit dem Ausrufezeichen. Deswegen warte ich auch immer so ein bisschen länger, damit es nochmal bei A anfängt irgendwann. Der Verkauf war wirklich ein Bot. Scheiße. Ja gut, es ist so, ne? Es ist so. So, der nächste ist Full HD hat gewonnen. Nein. Was? Okay, ja. HD. Also das, ich würde sagen, ich gönn's dir. Es wäre natürlich nett, wenn du es vielleicht in deinem Stream einfach weiter verlost. Ist ja eh nur zweite Reihe, aber GG dazu. Also gönn ich dir auf jeden Fall, mein Freund. GG an Stefan. Könnt ihr gerne mal reinschauen in Stefans Stream. Vielleicht verlost das da.
Ansonsten wäre das vielleicht ganz geil, wenn du es halt weiter verlost oder I don't know, deine Entscheidung. Wir machen jetzt Extreme. Da haben wir auch noch dreimal erste Reihe, wird auch random verlost. Mach ich mal. Frag mich, wie lange du die Grundstücke schon hast auf Extreme. Boah, die habe ich ewig. Wahrscheinlich wurden die nie rausgegeben. Die sind komplett neu wahrscheinlich. Gucken wir mal. Wo spawnt man denn hier? Hey, was ist das denn? Hier hat einer so ein. Das ist dein Grundstück. Aber irgendwie. Mini selbst gepixelte. Was ist das denn hier? Frage ist, wo bist du? Ja, Game Mode 3 bin ich jetzt aber. Also, okay. Naja. Wie auch immer. Könnt ihr euch gönnen. Dieses Grundstück ist anscheinend frei. Dann machen wir PSO und los geht's. Sag du mal wieder Stopp. Hallo. Tatsächlich nur 50 Leute. Stopp. Okay, wir haben den Z-Horse YouTube. Gucken wir uns mal an, ob der das denn auch verdient hat. Was ist es eigentlich wert hier auf Extreme? Hat das überhaupt einen Wert? Weiß es nicht. 500 bis 800k. Also Extreme ist halt nicht so gefragt. Ja, okay, dann ist das echt nicht so viel. Also Z-Horse YouTube hat keinen Rang, gönne ich dir trotzdem. Vielleicht verkaufst du es, dann kannst du dir cooles Baumaterial kaufen. Aber was ist das eigentlich hier vorne? Warte. Ist einfach, was hast du hier gebaut? Ich war das bestimmt nicht. Doch, das ist ein Grundstück hier. Aber ich habe doch hier keinen. Nee, das haben die Leute hier hingesetzt, glaube ich, denen das gehört. Ja, da hat er noch Äpfel dazu bekommen, der Spieler. Okay. Keine Ahnung, was das hier für eine Linie ist. Ist das vielleicht, weil das mit auf einer höheren Version eingefügt wurde oder so? Nee, das ist tatsächlich auf dem Grundstück. Das ist einfach nur Quarz. Das kann der wahrscheinlich abbauen. Keine Ahnung. Na gut, machen wir das nächste. 221.0 ist dieses Grundstück hier. Und das werde ich. Warte mal kurz gucken, ob hier irgendwas Kritisches noch ist. Sieht aber ganz gut aus, ne? Ja. Das werde ich raushauen. Und so. Das hat gewonnen, abgegrieft HD. Alles klar, gut. Das ist jetzt HGW eins. An dieser Stelle. Ja, bei 50 Spielern kann das mal passieren. Hauen wir jetzt raus an The Deadpool. Viel Spaß damit. Und wir kommen zum allerletzten. Das ist dann 221.1. Müsste dieses Grundstück hier sein. Da haben wir irgendwelche Kisten noch. Die gibt es gerade dabei. Ein bisschen Dreck. Ein UFO, ja, stimmt. Ein abgestürztes UFO gibt's dazu. Das darfst du nochmal raushauen, Entchen. Sag aber Fobie, das hast du nicht gebaut, oder? Ich habe keins davon gebaut. Ich habe die irgendwann mal bekommen. Kannst jederzeit Stopp sagen. Stopp. Ich wieder. Okay, wir haben echt ein bisschen viel Glück gerade. Kannst du nochmal Stopp sagen? Stopp. Lazulle, nein. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Also, Lazulle, auch bei dir. Vielleicht gibst du es weiter an Stefan oder so oder an irgendeinen Streamer, dass es noch rausgeht an die User. Aber du hast tatsächlich gerade abgeräumt. Unglaublich, gibt's doch gar nicht hier. Oder vielleicht gibst du es jemandem, der es echt verdient hat, Lazulle. Das wäre doch nett. Unglaublich. Freunde, das war's mit den Spawn-Grundstücken. Wir machen jetzt noch bis wahrscheinlich so 10, 15 Minuten Griefer Games Zeug, aber wir sind fertig mit der Verlosung hiervon. Und dann geht's rüber ins WVW. Also schreibt gerne ein paar Sachen in den Chat, die euch interessieren. Können wir darauf gerne eingehen. Sieh schon, du brauchst gleich einen Admin ran wieder, die super tollen. Ich? Nee. Nee, bitte, bitte keine Admin ran Wünsche. Lachen mich nur alle aus. So, Tempo-Headlist sollten auch überall wieder aus sein. Wir sind auch 1500 Leute im Stream, sehr cool. So, was gibt's denn hier so? Hat CB2 noch freie? Nee. Kann sein, dass ab der dritten Reihe freie Grundstücke noch irgendwo hängen, aber definitiv nicht in Reihe 1 bis 3, weil das haben wir heute alles rausgehauen. Sonst musst du mal gucken, ob vielleicht eins nicht geclaimed wurde, aber auf CB2 wurde es eigentlich safe geclaimed. So. Wann ist der nächste Sale? Keine Ahnung, wann der nächste Sale kommt. Schlechter als die Renner von Rybex bekommst du nicht hin. Ja, ich muss ihn aber verteidigen. Er hat tatsächlich in letzter Zeit doch, also er hat dazugelernt im letzten Jahr. Die sind nicht mehr so schlecht. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben angefangen und da werden einige jetzt sich gar nicht erinnern können, aber
Es gibt einige Leute, die haben zu der Zeit schon gespielt. Ich zeige euch das mal, warte mal. Es gab mal Admin-Render. Und das war ein sehr wertvoller Admin-Rand damals. Das war wirklich einige 100.000 Dollar wert. Das sah, Moment, ich muss mal ganz kurz hier was da Richtiges dazu rausholen. Nehmen wir hier irgendwie so ein bisschen Gold. Das sah dann ungefähr so aus. So, das war der gesamte Admin-Rand, den wir gebaut hatten. Und das war einige 100.000 Dollar wert. Das gab es tatsächlich mal auf Griefer Games, Freunde. Davon sind wir aber lange, lange weg, seitdem wir auch Leute wie Zyber kamen, seitdem auch ein Entchen mal für Rypex Admin-Render baut. Ah, Rypex, ich weiß nicht. Manchmal sehen die Render noch ziemlich komisch aus, aber im Großen und Ganzen gehen die schon. Gestern hat auch irgendein Supporter bei uns in die Gruppe geschrieben, ja, hier ist irgendwie ein Bug, könnte aber auch ein Rypex Admin-Rand sein. Okay. Er war sich nicht so sicher. Der passiert auch noch. Mein Gott. Meine sind die schönsten. Na, ihr wollt nur, dass ich einen baue, weil die wahrscheinlich selten sind, wenn ich die signiere. Weil ich quasi nie welche baue. Wird Griefer Games auf die neue Version umgestellt? Nee, wird's nicht. Also wir werden nicht die 1.8 Server auf die neue Version umstellen. Skellex, ich will nicht einen Spawn-GS-Gutschein für eine fünfte Reihe wasten. Gibt's andere Möglichkeiten? Ne, gibt's keine. Wenn du fünfte Reihe haben möchtest, dann nur per Spawn-GS-Gutschein, sonst bleibt es da verkommen. Großes Lob für euch. Oh, das ist neu. Und das Team, ihr macht das super. Was hat er noch geschrieben? Gucken mal rein. Merch-Erweiterung möchte er. Damit ich bauen kann ohne Hindernis. Okay. Oh mein Gott, dieser Kommentar. Mittlerweile ist ein Reifeskanal nicht mehr unerträglich, sondern immerhin grottig. Das ist so dieses Nicht-Erscheinen in der Schule, so die typische 6 ist jetzt immer gelaufen geworden. So, gibt es noch, soll ich ein paar Mystery Mod Codes raushauen, Freunde? Also ganz, ich kann es euch mal zeigen. Wenn ihr Mystery Mod habt, ne, ihr könnt normalerweise nicht starten, sondern ihr braucht einen Key. Und den Key kriegt ihr hier oben. Ich glaube sogar meine Keys könnt ihr noch nutzen, weil die sind aktuell noch ungenutzt. Also wenn ihr schnell seid, ne, die Keys sind frei. Könnt ihr euch hier einfach eingeben, das ist der Key. Ich kann aber auch noch mal ein paar einfach raushauen im Stream-Chat. Und wenn ihr klug seid, dann schenkt die weiter an eure Freunde, weil dann können die wieder drei Keys machen. Und am Ende habt ihr alle einen Key. Also es lohnt sich nicht, da zu geizen. Ich guck mal gerade. Habe ich noch irgendwo Keys? Dann gebe ich euch noch mal ein paar. Dann hau ich ein bisschen was raus für euch. So, ich poste einfach mal jetzt hier so ein... Soll ich mal einfach 5 posten? Komm, wir posten einfach mal 5. Einfach zack hier im Streamchat. Wer schnell ist und ihr, am besten habt ihr den Mystery-Mod schon installiert. Oh, ihr müsst rausfinden, wo das Leerzeichen ist. Aber wer smart ist, findet das raus. Das sind 5 Keys, damit könnt ihr theoretisch 15 weitere erzeugen. Die sind jetzt für euch frei. Ich hau vielleicht nachher nochmal ein paar raus. So. Ich kann euch bei The Way Mystery mal ein bisschen zeigen. Moment, was habe ich denn so dabei? Wir können uns mal customizen. So werde ich aber wahrscheinlich erstmal rumlaufen. Hier mit meinem Cape und mit schwarzen Drachenflügeln. Können wir gerade schauen, wo sind denn die hier? Katzenöhrchen, Mystery Wings, genau. Wir können die theoretisch anders färben oder skalieren. Aber groß finde ich eigentlich ist schön. Es nicht verboten, an Spawn Plots PD-Sternchen zu machen? CB5 hat da 2 Plots, wo immer PD-Sternchen drauf ist. Grundsätzlich ja, wenn man mit PD-Sternchen die Spawn-Leute nervt, genauso wenn man Lag verursacht, dann kann das sein, dass wir da eingreifen. Aber dann bitte an die Admin-E-Mail und dann prüfen wir das. Dann wird der Spieler nämlich erstmal ermahnt. So, ich kann euch ein bisschen was zeigen. Rechter Flügel, warte, wie kann ich den nochmal colorizen? Irgendwie kann man die, ich habe die letztens mal gefärbt. Was haben wir denn sonst so? Vielleicht muss ich aus dem Spiel raus. Cosmetics. Zack. Ja, okay. Das ist anscheinend gerade in Bearbeitung. Könnten uns sowas... Boah, das sieht ja grauenhaft aus. Das hat auch nichts. Damit rennt bestimmt Flo rum. Das ist was für die Mädels. Also ihr seht, die haben schon ein bisschen was am Start. Natürlich jetzt am Anfang nur Anfangs-Cosmetics. Da wird bald ein dickes Update kommen. Da kommt noch viel mehr. Cloaks sind ganz geil. Da gibt es tatsächlich
relativ coole animierte Cloaks. Und, ah ja, ganz wichtig, wenn ihr Mystery Mod, by the way, jetzt gerade holt, kriegt ihr ein Startpaket, ne? Ihr habt da einige Geschenke am Start. Ich glaube, es sind irgendwie 10 Sachen, die man bekommt, auch ein paar Emotes, wenn ihr es schafft in die Closed Beta. So. Griefi wartet immer noch auf seine Krone. Griefi, dir schalte ich gerne bald alle Sachen frei, einfach. Du kannst keinen Mystery Mod Partner bekommen. Genauso für alle Teammitglieder von GG natürlich. Gibt's auch bald. Was wolltest du sagen, Entchen? Das ist schon wieder Griefi. Man kennt die. Griefi ist immer am Start. So. Ey, wir können nochmal. Obwohl, das machen wir gleich besser. So, Rüpel schreibt, Mystery Mod hat richtig Potenzial. Ich feiere das und drück die Daumen. Danke, Rüpel. Also, das Ziel ist halt von Mystery Mod, wir wollen nur für City Build was machen. Das heißt, es wird nicht optimiert sein für, keine Ahnung, Skyblock oder Survival Games, sondern nur für City Build. Da wird es viele Funktionen geben. Alles andere ist nicht das Ziel von Mystery Mod. Warte, CB2 ist ein Spawnplot frei in der ersten Reihe. Oder ich hab's vergessen. Hast du was vergessen? Das gucken wir uns mal an. Ja, aber es kann da keins. Was ist das denn? Wird umgebaut. Hey, das gehört dir? Warte, TPO. Warum Ente? Hast du denn hier ein zweites? Hey, wo hast du das denn her? Wird bebaut, steht da. Aber wo hast du das hier? Hä? Aber wie ich. Hä? Ah, ne, bei Rypex melden. Ich glaube, das können wir nicht vergeben, weil hier steht noch ein Schild bei Rypex melden. Das hat Rypex einkassiert, glaube ich. Also, das steht auch nicht auf meiner Liste. Ich glaube auch, dass. Also, da hat Rypex irgendwas mit zu tun. Wild bei Skellex. Es kann gut sein, dass der Typ irgendwas gemacht hat. Oder das Ding gescammt hat und deswegen ist Rypex da gerade am Start. Also. Derjenige, der das hier verloren hat, muss sich da mal bei ihm melden. Das können wir leider jetzt nicht einfach raushauen. Das gibt sonst Ärger. Was ist mit den Spawn-Grundstücken auf CB Evil? Die haben wir doch auch rausgehauen. Also CB Evil war direkt am Anfang, die sind rausgegangen. Machst du heute Admin-Render? Soll ich mich an einem Admin-Rand probieren? Sehe ich da etwa einen Oberlippenbart? Oh je. Liebe Grüße von die Söhne. Danke, die Söhne. 321, kleiner als 3. Der ist von Cloud. Ach, ist der Cloud gebannt, oder was? Mhm. Dann versucht bei Rypex zu duplizieren. Nee, das war, der ist ein Kollege von jemandem, der bei Rypex versucht hat zu duplizieren. Das kann gut sein, Freunde. Das kann sehr gut sein. Rypex hatte letztens jemanden, der wollte über die Admin-Kopierung mit World Edit duplizieren und hat danach die Leute richtig hops genommen, alle gebannt und auch die Wertsachen einkassiert. Es kann sehr gut sein, dass der deswegen das Grundstück verloren hat. Dann geht's aber erst beim nächsten Stream raus. Der Typ ist eh halt ziemlich sus. Also einfach Cloud, der wollte mir meinen CD6 abkaufen. Und vor einem Monat hatte der noch nicht mal 10 Millionen gehabt, weißt du? Und auf einmal bietet der mir 27 Millionen für das Geld, so. Ja, das, also ich habe auch in Erinnerung, der gehört zu der Gruppe, die da oft probieren, Rypex rauszunehmen. Oder ich glaube, da gab es auch mal was mit Chunk Overload, da wurde auch mal irgendwas gemacht. Ja, ja, da. Man kennt sie, ne? Diese klassischen Tricks. Da gibt es dann halt einfach stumpf und Bann für alle, die beteiligt sind. Also nicht einfach Cloud, ist einfach los. Also auch für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, ich mache da ja gar nicht mit, ich stehe nur da drumherum. Ne, und hör mir das an oder bin mit im Teamspeak, ihr werdet trotzdem mitgebannt. Das ist ganz stumpf. Das interessiert keinen. Wenn ihr die Leute nicht verpfeift, seid ihr mit dran. So, gibt es bald Rabatte auf Ränge? Gibt es safe bald wieder, aber kann noch genauso gut bis Ostern dauern. Weiß ich nicht, wann das wieder kommt. Ist ein bisschen unklar. Oh, ich glaube, hier wird es gerade ein bisschen voll. Mal Tempo-Atlas rein. Wann werden CB 23 und 24 eröffnet? Naja, also das Ding ist, wir machen die natürlich direkt auf, sobald wir, sobald alle Server voll sind. Aber ich glaube, es gibt noch sehr viele City Builds, die noch nicht wirklich voll sind. Und es gibt auch mal Zeiten, da haben wir weniger Spieler und sowas. Da wird es vielleicht ein bisschen wärmer und ein paar weniger Leute spielen. Oder man kann vielleicht endlich wieder rausgehen und was machen. Und deswegen machen wir jetzt keine neuen City Builds auf, weil sonst sind bald andere City Builds leer und das wollen wir auch nicht. Aber sobald es zu voll ist, machen wir das direkt. Thank you.
Bubble Maishi. Liebe Grüße von GamerX auf CB20. Könntest du mir coole Items geben? Das machen wir leider nicht per Donation. Ich danke dir aber für die 5€ Donation, mein Freund. Frage. Danke für den schönen Stream. Keine Sorge, geht gleich noch weiter, denn WVW steht an. Machen wir gleich auch noch. Müssen wir gleich rüber switchen. Ich würde auch sagen, es wird langsam Zeit. Wir haben jetzt 18.15 Uhr. Obwohl, eigentlich haben wir noch ein paar. Ich würde, glaube ich, einen Admiral-Rand gern bauen. Wer hätte denn gern einen? Und du musst mir helfen, Entchen, sonst werde ich ausgelacht. Oh Gott. Ich mache erstmal und du machst danach, okay? Mhm. Ob da noch was zu retten ist, da sage ich auch immer zu Reifix. Reifix sagt dann auch immer, ja, du kannst ja da noch retten. Ja, du kannst. Also ich sag dann immer zu ihm, er soll nicht traurig sein, wenn ich ihn komplett wegmache. Schreibt mal rein, Freunde. Ich werde irgendeinen nehmen, der jetzt im Chat was schreibt, der. Ja, der. Vielleicht, wenn ihr euch das verdient habt, schreibt mal warum. Was ist WVW? Erkläre ich euch gleich ein bisschen. Gibt's gleich. Das ist der wöchentliche Kampf um den König, allerdings nicht auf Grifa Games. Wird gleich erklärt. So, ich kommt jetzt schon ganz viel. Schreibt mal auch rein, warum. Dann nehmen wir einen, der es sich wirklich verdient hat. Der kriegt dann einen. Ich schreibe auch ein Schild dazu. Originaler Abge-Admin-Rand. Außer der wird schlecht, dann schreibe ich Reipex drauf. Oh mein Gott. Ihr müsst am besten euer CB auch noch dazu schreiben, weil ich bringt nicht viel und auch euren Ingame-Namen. Das ist smart, ja. Das würden wir nur ohne dich machen, Entchen. Sag es dir. Oh mein Gott. Das ganz wilde Kompliment. Hab's mir nicht verdient, schreibt einfach Luca. Hey, ich muss gerade sagen. Luca, eigentlich hast du es dir wegen dem Kommentar schon wieder verdient. Wenn wir deinen Ingame-Namen rausfinden, dann schenke ich dir einen Spoiler dafür. Dass du selber einsiehst, dass du den Rand nicht verdient hast, finde ich richtig gut. Das gibt's selten auf Griefer Games. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier so? Comfarm. Weil ich auf der Arbeit bin. Na, okay, der Grund ist aber nicht so geil. Oder wir nehmen einen Random. So gute Gründe gibt es jetzt eigentlich nicht gerade. Oh, warte, ich soll einen Admiral-Rand entfernen. Das mache ich gerne. Carvin. Das war 21, ne? Mal gucken, was für einen Rand ich da entfernen soll. Hört sich schon wieder ein Reifex ran. War das 21? Hier ist gar keiner online. CB2 vielleicht? Ja. Okay, Carvin. Dir kann ich gerne helfen. Ich soll also professionell diesen Rand hier entfernen. Also, es ist ein Zwiebackrand. Oje, oje. Carvin, da kann ich dir gerne helfen. Moment. Ich gehe mal einmal in den Game Mode, dann hole ich mal einmal professionell meine World Edit Tools raus. Hier, so. Brush Sphere. So, dann wird jetzt hier professionell geholfen. Geht das? Das ist wirklich diese komische kleine Edmund, mein Gott. Wieso kann ich nicht helfen? Oh, doch, es laggt nur. Ad abgegrieft, versuche so. Mal ein Admin-Rand Kiko. Auf CB7PH Mini Farm. Spawnplot für die CB7-Community. Rotes Herz. Oh je. Ich glaube, dem Kiko habe ich irgendwelche Löcher in seinen Boden gehauen. Kiko ist, sorry, nicht Kiko. Danke, Kiko, für die Donation, aber dem, Carmen oder Carvin? Moment. Carvin, genau. Carvin 90. So, professionell entfernt, oder? Moment, ich mache mal kurz zurück. Ich habe nämlich, glaube ich, dem tatsächlich ein bisschen viel zerstört. So, wir machen jetzt hier nur den mal weg. Genau. Dann machen wir das hier wieder professionell zu. Einfach mehr Arbeit gemacht, anstatt es abzumachen. So, ne, wir lassen das einfach so. Ah. Warum will er denn eigentlich weg haben? Das war doch eigentlich ganz hübsch mit dem Zwieback da, oder? Oder ist das irgendwie so ein Zeichen, dass der irgendwie scammt oder sowas? Kennst du dieses Meme von dem Reipex-Rand? Nee. Da muss ich dir mal irgendwann senden. Was passiert denn da? Das ist einfach nur, wo Reipex 5 Cobblestone-Blöcke draußen setzt und dann direkt seinen Kopf daneben packt. So eine Rand war das doch auch von Zwieback. Das klingt wirklich nach Reipex, Alter. Einfach ein bisschen Teppich und zwei Köpfe, gut war's. Uff.
glaube, den will er nicht haben. Hier steht auch Reibungsrand ausbessern auf CW17. Das will ich jetzt mal angucken. PH. Ups. PHRTX. Wo ist denn der Rand? Hallo? Was ist hier der Rand? Mein Gott, man sieht halt einfach wirklich, dass es ein Reifix-Rand ist durch diese Rosenbüsche. Wirklich? Warte, mein Gott. Komm zu dir. Und das ist einfach diese Straße hier, die das Kunst. Aber das ist doch voll krass, diese ganze Straße. Hier hat er so ein bisschen einen auf Zwieback gemacht. Also er hat sich halt Mühe gegeben, ich finde, das sieht man. Wie sagt Reifix immer, Rosenbüsche retten alles. Naja. Besser als nix, ne? Ich finde den gar nicht so schlecht. Besser als so ein 5 Cobblestone ran. Ich finde den auch tatsächlich ganz okay. Typed dupliziert auf CB9. Mal gucken, was das heißen soll. Hey, viele Reifex, oh mein Gott. Einfach nochmal. Einfach doppelt den Joe, der ist gar nicht online. Einfach unlustig. Na gut. So, ich suche jetzt aber mal einen raus zum Bauen. Spiel noch nicht so lange, so ein Labs hier. Habe ich jetzt zufällig einfach mal genommen. Den probieren wir mal auf CB7, das zweite Grundstück. So, was haben wir denn hier? Okay, ja, dein Grundstück ist die Frage, ob das überhaupt einen Rand verdient hat. Na gut, ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass es so ein guter Rand wird, ne? Carvin 90, danke dir. Sehr gerne, Carvin. Fürs Entfernen einfach. Ich habe ihn gerne entfernt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet hat mit dem Bösen und nicht so Bösen, aber sehr gerne. Okay, das ist hier echt kein so krasses Haus. Am besten kommst du mal, Entchen. Was können wir hier machen? Gott, was ist das denn? So, ich mache jetzt mal hier. So, eigentlich würde ich das normalerweise so machen. Mein Rand war perfekt. Das Block sah vorher nur ganz anders aus und der User wollte es so. Reipex-Rehen, das sind Schmutz. Oh je. So, ich glaube leider den größten Schmutz baue ich gleich. Moment, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ich wüsste gar nicht, wie man das hier gut machen. Ich habe immer noch diese blöde Wintermütze auf. Das ist nicht gut. Ist Weihnachten hängen geblieben? Ja, ich muss meinen Koffer wieder ändern. Ja, das ist schon ein ziemlich nicer Rand. Ja, was könnten wir denn jetzt machen, damit das gut aussieht, Entchen? Jetzt musst du mir helfen. Mauer einfach vorsetzen. Also fortsetzen irgendwie, dass man hier so ein... Ja, mach mal. Mach mal. Ich gebe euch da Items, bitte. Warte, ich gebe dir einfach kurz OP. Ja, okay. So. Dann bauen wir mal jetzt hier... Hotkey-Ding einen Moment. Wissen das? Ah, ich weiß. Ich glaube, das wird wirklich gut bei dem Grundstück. Naja. Wem gehört denn das Grundstück hier? Niemanden. Das hier willst du nehmen? Gib dem das jetzt einfach, dann kann er da irgendwas bauen. Also dann kann er. Ich bin mal gespannt, was du machst. Wie heißt der denn? Ingame Wome. Ich glaube, ich chill mich einfach hier in der Ecke so lange. Muss ja aber seine so. Burg hier auch weiterbauen. Das sieht bisher noch nach ziemlichem Mist aus, Entchen. Mein Gott. Du stehst da. Nein, ich sitz hier. Achso, ich sehe das ja nicht. Gucken wir mal. Ich lehne mich mal zurück. Mal sehen, was das wird. Das ist der Babo-Edmund ran, sag ich dir. Ich chill jetzt hier einfach mal. Yes. Zwieback, der Carvin schreibt, du darfst gerne einen neuen Rand machen. Und Kalle hat auch einen Wunsch.
Leider, ich habe dich ein klein wenig eingebaut. Wieso hat der Spawner? Uff. Wer denn? Da ist so ein Typ, so ein Titan, rennt ja einfach mit Spawnern rum. Warum? Der will ja ein bisschen flexen vor dir. Ich glaube auch, der will... Was macht denn der da? Ich glaube wirklich, der will flexen. Wie viel sind denn das? Dann ist es wieder Ripex. Ich erschreck den mal, weil das ist nur einer. Ich erschreck den mal so. Mal sehen, was er jetzt macht. Jetzt kommt er wieder. Schreibt gar nichts. Doch, jetzt schreibt er meinen Spawner. Ich gebe ihn dir mal wieder. Warum flexst du mit einem Spawner, mein Freund? Der ist versigniert, aber den kann man ja trotzdem abziehen, ne? Vor allem nur mit einem. Ja gut, mit einem kann man eigentlich auch nicht flexen. Das ist ein bisschen wenig zum Flexen. Da hätte er so einen Geburtstagsspawner von dir. Okay, dann habe ich das ja noch verstanden. So, ich lasse dich mal ganz kurz bauen. Wir machen währenddessen Folgendes. Wir switchen einmal auf ein YouTube-Video, weil ich glaube, das haben nicht alle gesehen. Ich würde es euch gerne einmal zeigen. Ich hoffe, wir kriegen das hier gleich ordentlich übertragen. So, ich mache mal ganz kurz den Sound aus, denn ich möchte euch was super Spannendes zeigen. Und ich weiß, der eine oder andere hat da einfach im Moment keine Lust zu, aber ich glaube, das lohnt sich, dass ihr euch mal reinschaut. Ich sage gleich ein paar Sachen dazu. Wir gucken uns jetzt zusammen mal ganz kurz hier was an im Stream. So, ich mute mich ganz kurz, Entchen, ja? Ich bin gespannt, was du raus. Sound muted. Also. Zack, da sind wir nämlich schon bei YouTube. Und zwar möchte ich euch das letzte Video zeigen, was jetzt gerade kam. Huch, noch nicht abspielen. Machen wir hier ein bisschen Sound rein. Denn wir werden gleich noch auf Metenia gehen, dann kommt das WVW, da wird der König ausgespielt. Und wir haben was ganz Cooles. Das hier ist das Tutorial. Und so wird das jetzt in Zukunft bei Metenia aussehen. Und ich mache einmal das hier noch ein bisschen passender, damit ihr wirklich auch ordentlich gucken könnt. Einmal so und einmal so. Dann schauen wir mal rein. Hey, Jabre, deine VIDOS sind der Hammer. Hätte nie gedacht, dass ich mal einem YouTuber folge. Warum? Oh, Thomas. Kommen momentan so wenig davon, was da los ist. Das ist eine so gute Frage. Bitte mehr D. Ich muss ehrlich sagen, wir sind im Moment echt einfach ein bisschen im Stress mit Mystery World, Metenia, Griefer Games. Ein paar Kleinigkeiten und ich habe auch einfach nicht so Bock, jeden Tag was hochzuladen. Aber du hast vollkommen recht, dass dringend mehr kommen muss. Mindestens dreimal die Woche. Es hat mich ein bisschen auch genervt, dass viele Leute in den Kommentaren immer nur irgendwelche Wünsche reinschreiben oder irgendein Bullshit. Das war vor einem halben Jahr echt schlimm. Aber ich habe mittlerweile wieder Bock, schon ein bisschen mehr zu tun. So, ich zeige euch das jetzt mal. Bitte, ne, alle, die jetzt eigentlich, die sagen, mein Tenia ist nichts für mich und so, schaut einmal kurz rein, weil das hier haben wir zum Beispiel am Start, das ist professionell synchronisiert worden. Vielleicht kennt ihr sogar die Stimmen, weil die sind unter anderem bei echt großen Spielen dabei. Unter anderem die Stimme von George Clooney und so. Wir schauen da jetzt mal zusammen rein. Achtung, los. Ja, ist ja gut, ich laufe nicht aufs Gras. Moment, ich muss ein bisschen lauter machen. Aufs Gras, ich hab's verstanden. Offenbar darf man das nicht, danke. Tio, guten Tag, wer bist du denn? Hallo Tio. Hey, warte mal, das Grundstück ist privat. Du kannst hier nicht einfach durch. Wer bist du und was willst du hier? Ich bin neu. Mit einer Begrüßung müssen wir wohl noch arbeiten, Tio. Willkommen, Fremder. Cool. Hab Hallo. Dich vom Berg kommen sehen. Nachdem, was auch immer das war, bild ich mir das ein oder ist das Schild kurz verschwunden? Das kann nicht sein. War bestimmt nur eine Luftspiegelung. Hast du da oben vielleicht irgendwas gesehen? Und das war's auch schon. Das ist aktuell das Tutorial von Metenia. Die erste Version fanden viele nicht so geil. Wir haben eigentlich alles neu gemacht und unter anderem solche coolen Vertonungen gemacht. Ich mache das jetzt wieder raus und mache meine Facecam wieder rein. Wer sagt, ich habe da keinen Bock drauf, überhaupt kein Problem, Freunde. Ihr müsst natürlich nicht spielen. Da zwingt euch keiner zu. Aber wer sagt, RPG könnte was für mich sein, der darf gerne mal reingucken bei Metenia. Denn es ist alles ein bisschen anders. Es ist nicht mehr so verwirrend und verbuggt. So, wir gehen mal zurück zu Entchen und machen auch wieder die Musik an. Zwieback macht mir leider keinen, aber notfalls wäre ich auch mit deinem Admin-Rand zufrieden auf mein... Typhoon. Ja, ich baue jetzt heute nicht noch rein, weil sie Nein, nur Spaß, du baust super ab.
Ich baue nicht super, das weißt du ganz genau. Du willst mir nur imponieren. Rüpel, wenn das Genre was für mich wäre, wäre ich dabei. Ich glaube auch, also es gibt leider ein paar Leute, die haben Bock auf RPG, aber sagen, kein Bock auf Metenia. Bitte, bitte, Freunde, wir haben uns echt viel Mühe gegeben. Da steckt ein halbes Jahr mehr Arbeit drin. In der ersten Version steckte nur 1,5 Monate. Gebt dem Server gerne nochmal eine Chance, wenn ihr RPG mögt. Wenn nicht, kein Problem. Griefer Games wird deswegen sicherlich nicht schließen. Ich denke, ihr habt gemerkt, obwohl wir so viel Arbeit reinstecken bei Metenia, dass Griefer Games immer noch coole Updates bekommt. Und das wird auch so bleiben. Ne, Griefer Games ist definitiv mit das Wichtigste. So, wer ist das hier? Air Force, schicker Skin. Wir gucken mal, was der macht, aber irgendwie, warte mal. Sir, was wird das denn da? Warum läuft das Wasser hier nicht runter? Keine Ahnung. Ein richtiges Dreckswasser. Ah, weiß ich nicht, was du mit dem Wasser machst. Der hat jetzt so, wie nennt man das? Teich? Da kommen Enten rein. Darfst du schon mal eine Position für dich aussuchen? Ja. Was ist das denn jetzt? Das sind die Enten, die habe ich da reingemacht. Aber warum schwebe ich denn so? Ja, aber wenn ich die ins Wasser mache, ist ja noch hässlicher, oder? Mach die doch nicht ins Wasser. Das geht eh nicht, ne? Warte, komm mal her. Ja. Hallo Abke, mach mal bitte mehr neue V-Idios. Ich bin aufgrund Diener V-Idios zu euch gekommen. Aber warum denn so gerade? Nur leider musste ich sehen, dass sie sehr alt sind. Ach so, mach's. Kevin, Hashtag Abke mehr V-Idios. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Weg machen. Geld auf CB20 verteilen. Ist das nicht? Kannst du Weizen setzen? Brauchst du dir das schon zu? Weizen? Ja, Weizen kriege ich hin. Moment, ich bin Profi im Weizen setzen. Mach Moment, mal hier. Noch. Dann habe ich eine Hoe. Ich habe eine Hoe. Kannst du hier Weizen anpflanzen? Du hast so Curse-Zeug genommen, das muss man doppelt haken. Nicht das Curse-Zeug. Oh nein, Lukas. Wie? Oh mein Gott, Lukas, ich soll doch Weizen da hinsetzen. Ja, ich bin sehr gut im Weizen. Wir machen hier eine richtige Plantage auf, weißt du? Doch, es ist. Du machst einfach den ganzen Weg kaputt von mir. Ja, ihr macht jetzt hier Weizen hin. Soll ich nur da was setzen, wo kein Cursed ist? Ich dachte eigentlich hier oben. Ich mache einfach alles vor Weizen und du machst dann wieder weg, okay? Oder soll ich nur da? Hier am besten. Also wenig Weizen, ne? Ich replace das mal. Na gut. Bone Meal. Zack. Oh Gott. Das ist jetzt zu wenig Weizen. Ich glaube, das wird nichts mehr, Entchen. Du musst das auch überleben. Mit Bone. Ja, aber das. Nimm noch Bone hier. Ja, aber es geht Traum. Ja nicht. Warte, bin ich im Vanish? Nee. Cool. Ah, okay, dann kann man. Warte, dann machen wir das anders. Ich glaube, wir blamieren uns hin. Hier beide einfach nur, weißt du? Da kommt nichts Gutes bei raus. Das ist doch. Warum ist hier eine Ender Chest? Die ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr da. Weiß ich nicht, ich hab die nicht gesetzt. Okay. Ich glaub, der mal, typ hat, du hast ja gerade von dem Typen was abgerissen, Alter. Oh mein Gott. Das war der hat nicht viel. Ich glaube, die Ender Chest ist für den wirklich viel wert. Ja, okay, ich stell dir eine neue hier. Ich gönn ihm eine im Haus einfach, warte. Das ist aber schon Luxus, muss ich sagen. So, hier ist eine. Arme User, was tun wir hier? Ja, ich glaube, das wird. Ja, ich glaube, der zieht bald um. Nein, der wird nicht umziehen. Das wird teuer verkauft, sag ich dir. Game Master fragt, wie lange wird es Griefer Games noch geben? Noch 4 Jahre und 12 Monate wahrscheinlich. Ist aber schon am Plan. Was haben wir ausgewachsen, das war jetzt. Ach, da fehlt Wasser, meint jemand. Da fehlt kein Wasser. Auf dem Weg kannst du einfach nur kein Weizen machen. Weil da bauen wir nicht funktionieren. Aber da schreiben viele gerade, wie sie uns mit Wasser probieren. Ja, du machst das schon. Ich mach das einfach mit World Edit ein gutes. Guck mal, der freut sich, das. Kennst du das nicht? Das sieht fast so aus wie bei so einem Bauernhof. Zack, ein Subsi. Ich finde das hier super. Ich noch nicht. Ja, da fehlt dein Kopf noch. Ja, ich habe ja nur den Weihnachtskopf gerade. Ich könnte einen Wizard einfach nehmen. Das ist, das ist aber wack. Ja, aber Weihnachtskopf, wirklich? Weitermachen, Grüße gehen raus an CB8, Hashtag Betty.
Oh mein Gott, was ist das denn? Was denn? Warum ist der Typ im Wasser? Ja, der. Ihr seid jetzt Freunde. Das, der ach, das und Leben, du, meinst du? Da ist jetzt eine Ente und er. Entchen, ich glaube, wir können das hier einfach verbrennen, weil es so, dass. Nein, das ist nicht so. Er hat ein ziemlich nettes Grundstück und dazu passt auch der Rand. Wenn er das jetzt hier drüben noch baut mit seiner Mauer, dann sieht das richtig cool aus. Okay, ich lasse dich nochmal ganz kurz bauen und bin kurz weg. Wir sehen uns gleich wieder, ja? Ich gehe ganz kurz weg. Ich warte hier. Ja, machen wir weiter. Bauen wir was Gutes draus. Abgehauen. Hi, abgebinde kleine Streamer, den du 25 Supreme-Kisten geschenkt hast. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Danke an Abge und Zwieback K für den Raid und die 25 S-Supreme-Kisten war das beste Geschenk für Weihnachten. Kannst du auf mein 2GS auf CB6 alle leere und inaktive Plots merken? So. Baby. Herzlich willkommen. So, soweit. Du tust irgendwem weh im Chat. Ja, das ist die Aura. Aber wir haben hier einen richtig schlimmen Burschen erwischt. Warum? Das kennt ihr? Idee. Also, das ist nicht der Typ, für den wir den anbauen, sondern hier war PvP an auf dem einen Grundstück und er hat einfach alle umgeklappt. Ja, wenn der eine mit dem Spawner jetzt den verloren hat, ist sein Pech. Also, dann ist er selbst schön blöd. Das wäre der Superblume von U-Hive. Uff. Die hat er dir zugeworfen. Nee, danke, da ich signiere jetzt nichts. Ich mache aber mal ein Schild. Also, auch wenn du jetzt echt einen hässlichen Rand hast, mein Freund, du könntest ja. Also, du kannst Folgendes machen an denen: Merch einfach, dann kannst du alles abreißen, ist sogar dann wahrscheinlich automatisch weg. Und ich mache dir einfach hier an die Seite ein Schild. Und zwar: Abge und Entchen waren hier. So. Das mache ich dir auf die Seite, als kleine Besonderheit. Moment, wir machen sogar noch ein bisschen cooler das Ganze. Weil der will das safe nicht klären, weil das hier so nice aussieht, weißt du? Das sieht einfach nicht gut aus, Entchen, das weißt du selber. Oh.
So, wir machen dir, also wir machen hier wirklich einen kleinen speziellen Rand. Dann kannst du das Grundstück vielleicht sogar noch teuer verkaufen. Und das hier kannst du einfach mit einem Merch wegclearen, wenn es dich, nervt, okay? Also viel Spaß mit dem Schild, so. Ach, Freunde. U-Hive einfach gekorbt. Ja, also ihr müsst wissen, ich signiere halt einfach grundsätzlich nichts, weil das geht jedes Mal schief, dann verkauft es irgendwer und so. Das machen wir einfach nicht. Wir können ja mal reinschreiben. Schreibt mal 1 bis 10, wie gut dieser Rand ist, Freunde. 10. Du sagst 10. Also mehr als 5 gebe ich leider wirklich nicht. Das ist irgendwie... Also, es hat angefangen mit meinem Beginn und das ist nicht besser geworden, weißt du? Also vielleicht ein bisschen. Obwohl, das könnte was werden. Was wird das denn hier? Eine Kutsche oder was? Hm. 9, 11. Der Rand ist nice. Ich hätte gern so einen. 10. Okay, anscheinend gefällt er den Leuten. Vielleicht mag nur ich den nicht. Connection lost. Oh. Mein Stream geht aber noch, connected. Oder? Huch. Error. Ah, nein. Was ist passiert? TeamSpeak timed aus, aber ich glaube, Stream geht noch. Ich bin jetzt zweimal im TS. Buddy was moved to your channel. Hi. Oh. Ja gut, das ist nicht gut. Connected. Hallo? Ja, willkommen zurück. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Error. Ja, ich bin wieder weg. Dann warten wir mal kurz. Ansonsten müssen wir uns auch echt gleich dringend auf die Socken machen und müssen gleich einmal komplett switchen. Erzähle ich euch gleich aber alles zu. Connected. Buddy in your channel. Hallo. Timed out. Hallo. Willst du noch weiterbauen oder? Error. Oder? Ja. Okay, Freunde, das wird so nichts mehr. Gehe ich auch bei anderen TeamSpeaks raus? Ne, bei anderen sound nicht. Muted. Dann gehen wir mal auf einen anderen. Ich schreibe mal Entchen, der soll mal auf einen anderen kommen. Warte mal. Sound Microphone activated. Buddy was Hallo. Moved to your channel. Hallo. Guten Tag. Willst du noch weiterbauen oder war's das? Ah, ich würde noch den Kopf von dem jungen Mann hier hinsetzen. Wie heißt er denn? Ich hab den Kopf, warte. Ich setz ihn hin. Zoom Ipsi heißt er. So. Dann machen wir hier noch ein Schild hin. Soll ich schon mal ein bisschen aufwerten, Entchen, damit es gut aussieht? Nein, bitte mach keine Rosenbüsche hin. Rosenbüsche helfen doch immer. Nee, gar nicht. Zählst du davon? Was ist das denn jetzt? Ja, das hat das Ganze aufgewertet. Ich sehe schon. Auf sein mittelalterliches Grundstück. Ich finde einfach, hier ist nicht mehr viel zu retten, weißt du? Wir können es so probieren. Aber guck doch mal, für sein Grundstück passt er doch mega dazu. Oh, da sind sogar welche unter dem... Ja, okay, das hat alles nix. Ich gebe es wirklich auf mit dem Grundstück hier. Super. Vertrau also, mir. Also, ich glaube, er hat einiges bekommen, aber ihr habt genau das... Also, es ist das passiert, was wir versprochen haben, Freunde. Ich werfe mir hier gar nichts vor. Außerdem müssen wir dringend drüber. Also, ich muss rüber. Ich weiß nicht, ob du mitkommst zum BVW. Ich habe dir mal OP weggenommen. Okay. Ach, ich muss aus dem... Jetzt bin ich aus dem Game. Jetzt hat das System nicht eh rausgeworfen, ja. Hast du noch Sachen, sonst schmeißt ihr immer in die Lava. Ich bin geklärt, ja. Okay. Okay, dann machst du von Weber. Ich danke dir erstmal für die ganze Hilfe bei den Spawn-Grundstücken. Ich darf. Gerne bald wieder, wenn es soweit ist, ne, dann kommt der nächste Stream wieder mit Entchen, wo wir das vergeben. Jetzt gehen wir weiter. Ich mute mich schon mal, hau rein. Sound muted. Und zwar, wir sind ja gerade noch mit Mystery Mod hier auf City Build auf Reefer Games. Jetzt werden wir einmal kurz das Spiel schließen und einmal Labimod starten. Denn Labimod ist ja auch ein super Mod, den man sehr gerne benutzen darf. Und gehen damit in der 1.12 auf Maintainer. Das zeige ich euch jetzt ein bisschen.
Denn jetzt, beziehungsweise in einer Viertelstunde, startet das WVW. Wichtig ist, das Tutorial ist heute extra deaktiviert für alle, die vielleicht kurzfristig noch mitspielen wollen und schnell draufkommen. Ihr müsst kein Tutorial machen, ihr könnt einfach direkt durch und eure Seite, glaube ich, wählen. Und wir gehen jetzt mal rauf auf Maintainia. So, denn wir haben das Addon drin. Und da kann ich ein bisschen was zeigen. So, okay, wir laden gerade ein Texture Pack. So, also ganz wichtig für alle, wir sind gerade auf Maintainia.net. Das ist so, ich schreibe es schon ein paar Mal hier in den Chat, das ist der erste große deutsche RPG-Server. Einige kommen hier gerade schon rüber, glaube ich. Wir können mal kurz warten. Alle, die jetzt gerade kommen wollen, ne, kommt mal einfach mit. Kommt mal gerade in die Lobby, dann warten wir einmal hier. Denn um 19 Uhr ist noch was ganz Besonderes. Also ihr müsst wissen, es gibt bei Maintainia zwei Fraktionen. Es gibt die Schattenseite und es gibt die Lichtseite. Und die beiden Fraktionen sind permanent im Krieg. Darum dreht sich auch die ganze Geschichte und so weiter. Und jeden Samstag, also heute um 19 Uhr, wird einmal wöchentlich WVW gespielt. Das ist World vs. World. Da kämpfen die beiden Fraktionen gegeneinander und es gibt noch ganz viele Monster und so weiter. Und wer da die zentrale Stadt erobert, der kann König werden, beziehungsweise die Fraktion gewinnt. Und die Fraktion, die gewinnt, die kann direkten Einfluss nehmen auf die Entwicklung von Maintainia. Denn der König und später auch zweite, dritte, vierte Plätze dürfen entscheiden, was für Änderungen kommen sollen unter anderem. Die haben für eine Woche dann coole Rechte, also die man sonst nicht kriegen kann. Und ich sehe auch gerade schon, der ein oder andere ist hier jetzt am Start, der mal reinschauen möchte. Ihr seid natürlich jetzt alle Low Level. Es wäre besser, wenn ihr euch vorbereitet hättet, aber das ist nicht schlimm. Kommt mal mit. Einfach mal hier reinlaufen. Ich hoffe, das klappt jetzt reibungslos bei so vielen Spielern. Denn dann landet ihr direkt auch schon auf der, also ich bin helle Seite in dem Fall, auf der Lichtseite mit euren Waffen. Ich habe hier gerade Stab des Springers am Stab, Stab des Windes. Ich musste mich komplett resetten. Heute fürs WVW habe ich wieder mein altes Level bekommen, beziehungsweise ein recht hohes Level und coole Waffen. Und wir machen es schon mal auf die Socken. Ich glaube, WVW-Eintritt ist bei Trainingslager müsste das sein. Huch, wir gehen da gerade mal hin. So, hier ist nämlich das Trainingslager und wir können euch, wir können einmal ganz kurz hingehen und wir switchen einmal rüber. Zack, zack, zack. Übrigens, wer jetzt nicht anfangen kann, ihr könnt auch gerne einfach zugucken heute. Vielleicht schaffen wir es ja mit Licht heute den Sieg zu erringen, aber dann versucht doch zur nächsten Woche dabei zu sein, weil mit Level 3, beziehungsweise Startlevel, also Level 1, wird es schwer. Ihr seht zum Beispiel, der Sammy Life hat einfach Level 32. Der Fatty Springbook zum Beispiel ist neu, hat nur Level 2. Wird ein bisschen eng für den in WVW, aber eine Chance hat er theoretisch trotzdem. Genau, hier warten schon einige. Also Moonlight ist ja schon am Warten. Unsere Leitung vom Support, glaube ich. Die gute Moonlight. Dann haben wir Ezion am Start, der hier wartet. Dann haben wir Dog for My Life. Ein paar Rekruten, ne, sind hier alle am Warten. Die warten, um genau zu sein, auf das WVW. Ne? Also, dass man hier hinreisen kann. Denn um 19 Uhr geht es da eben los. Da warten wir jetzt auch mal ein bisschen drauf. Währenddessen, ich kann euch eigentlich mal so lange, das brauche ich nicht, ein paar meiner Sachen zeigen. Ich habe zum Beispiel coole Stäbe hier. Mit dem Scheiß will ich nicht. Taschentonner, das können wir ein paar verlosen, wenn ihr wollt. Oh, da hätte ich Bock drauf. Soll ich ein paar... Huch, nein, ich will sie nicht fallen lassen, bitte. Ich will sie behalten. Okay, ich sammle sie aber schnell wieder ein. Schnell, 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 schnell. Komm zu mir, danke. So, den wollte ich wegwerfen. Den wollte ich wegwerfen. Wo ist denn mein Schwert hin? Ich glaube, ich habe mein Schwert verloren. Ist das hier? Nee, das habe ich doch nicht weggeworfen, oder? Das ist ein Level 1 Schwert. Das ist ein Level 1 Bogen. Das will ich ja alles nicht. Das ist eine Rauchbombe. Oh, verdammt. Ich glaube, mein Schwert ist weg. Oder ich nehme den Hammer. Ja, der Hammer hat auf jeden Fall auch Schaden. Können wir nehmen. Also der kann zum Beispiel ein paar so Effekte machen. Der zum Beispiel spawnt hier so einen kleinen Kreiseffekt. Stab der Verschleierung, da kann man, glaube ich, Gegner, kann man sich unsichtbar machen. Was haben wir noch? Stab der Dimension ist, glaube ich, ganz geil. Zack, kann man sich ein bisschen TPen. Stab des Springers kann man hochspringen. Stab des Windes kann ich andere wegschleudern, allerdings nicht meine eigene Fraktion. Das zeige ich euch im Kampf. Und Stab des Frostes ist ziemlich cool. Ich kann euch das mal kurz bei... Moment, wir gehen hier einmal rüber. Einmal zack. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz das bei den Räubern. Geht das hier? Genau, die kann ich nämlich dann damit angreifen. Huch. Kann ich
Kann ich die eigentlich one-hitten? Nee. Doch, kann ich wohl. 228 Schaden mache ich. Also wie gesagt, Freunde, fürs Tutorial wurde ich extra runtergesetzt. Jetzt fürs WVW heute. Hatte ich natürlich keine Zeit, mich hochzuleveln. Bin ich wieder hochgesetzt worden, dass ich eine Chance habe. Ich guck mal gerade, ob meine Waffen klar gehen. Reichen die? Ja, okay. Die macht auf jeden Fall Damage. Das heißt, ich bin ready. Und in 10 Minuten startet das gleich auch schon. Und ich suche mal gerade ein bisschen gute Musik. Haben wir denn nicht gute Kampfmusik vielleicht noch? So, Sammy schreibt schon, in 15 Minuten beginnt das WVW. Wollt ihr ins WVW-Gebiet, dann klickt den Reisenden an. So, für alle, die es nicht wissen, der ist hier direkt im Trainingslager, ganz am Anfang, da vorne in der Ecke. Nimm dir mein Schwert aus dem Inventar. Rekrut schreibt das. Na, ich glaube, ich kämpfe mit dem Hammer einfach. Ich glaube, der ist gut genug. Harpune haben wir noch. Ich glaube, der Wurfhaken ist auch ganz geil. Genau, da kann man sich ein bisschen hochziehen. Also wir haben ein paar starke Waffen am Start. Die sind vor allem WVW gut. Und wie gesagt, unsere Lichtfraktion gewinnt hoffentlich. Aber ich bin gespannt, wer gleich alles am Start ist. So, haben wir vielleicht irgendwas Spannendes? Wir brauchen ja eigentlich Kampfmusik noch. Machen wir mal hier. Gibt's nicht. Ich suche mal nach Fight, ob wir vielleicht Fight-Musik reinbekommen. Ja, ob das was wird, weiß ich nicht. Ja, die klingt doch ganz gut, Freunde. Wir gehen mal auf Fight-Musik. Der hält doch schon sein Pferd am Start. Ich frage mal, welches Level seid ihr alle so? Wie gesagt, wenn ihr neu seid, ihr könnt teilnehmen. Ich kann euch gerade mal zeigen. Also wenn ihr euch jetzt einloggt und wirklich ganz am Anfang seid, kommt auf die Lichtseite. Außer ihr wollt bei Schatten mitkämpfen, dann spielt ihr gegen mich. Oh, einige schreiben gerade schon Level 4, Level 2. Oje, oje. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr reinkommt. Dafür fliege ich ja immer auch über die Karte. Ihr spawnt nämlich, wenn ihr bei Licht reinkommt, hier vorne. Bei Schatten ist es anders. Bei Schatten müsst ihr ins erste Dorf. Ihr spawnt da vorne, wo ihr rauskommt. Hier müsst ihr auch die ersten Quests machen und so weiter. Lauft einfach den Weg lang. Und wenn ihr noch ins CVW wollt, das dürfte theoretisch gehen, ihr seid natürlich dann super, super schwach, weil ihr nicht gelevelt seid, könnt ihr das trotzdem tun. Ihr folgt einfach dem ganzen Weg hier, einmal hier rüber über den umgekippten Baumstumpf an den Räubern hier vorbei. Die sind natürlich allein für euch schon recht stark. Einmal hier vorne dem Unterhang hier lang und einfach immer den Weg folgen. Und bei der Brücke dann rechts und dann seid ihr auch schon im Lager. Wenn ihr hier weiter folgt, ne, dann kommt da vorne in der Ecke gleich der Reisende und der bringt euch eben ins WVW. Aber wie gesagt, mit Level 3, guckt vielleicht heute erstmal zu, da wird es ein bisschen eng. So, WVW beginnt in wenigen Minuten, das heißt, gleich ist hier offen, dann könnt ihr nämlich hier reingehen. So, wir warten währenddessen mal weiterhin. Wie kommt man auf diesen Server? Einfach auf maintainia.net und dann ins große Portal reinlaufen, dann bist du in der RPG-Welt. Tutorial ist, wie gesagt nochmal, Tutorial heute ist nicht freigeschaltet, könnt ihr mit /Tutorial später noch spielen. Ist nicht freigeschaltet, weil es könnte sein, dass sonst zu viele Leute warten müssen auf die Tutorial-Server und das lohnt sich nicht. Deswegen, wer heute teilnimmt, ihr könnt das Tutorial jederzeit nachholen mit /Tutorial, aber ihr dürft eure Fraktion direkt wählen, ohne weiteres. Ich kann währenddessen Folgendes machen. Alle, die es hierhin schaffen, ich verlose gleich mal so ein paar von den Taschentornados für mein Team. Werde ich ein bisschen droppen. Die könnt ihr einmalig nutzen, das ist ein relativ starker Tornado, den ihr spawnt. So, Manoli schreibt wieder, nee Manoli, wir reden nicht im TS, das läuft nur per Admin-E-Mail. So. So, alle, die jetzt noch kommen wollen, ich werde hier gleich noch mehr von den Taschentornados raushauen. Weil die brauche ich nicht alle, dann könnt ihr davon auch ein paar nutzen gleich. Wird es irgendwann am Handy funktionieren? Wenn Maintainia mal soweit ist, irgendwann vielleicht auch, aber jetzt gerade natürlich noch nicht. Wir sind ja hier noch immer in der Beta, ne, bei Maintainia. Aber zumindest in einer deutlich ausgereifteren Beta. So, ich droppe mal. Bin ich eigentlich Vanish? Ja, ich bin Vanish. Ich droppe mal noch ein bisschen was mehr. Hier ist nochmal ein Taschentornado. Und hier, bitte setzt sie gut ein. Die kann man einmalig nutzen. Die soll ich ein bisschen verteilen für euch. Hier ist nochmal einer. Ich glaube, ich werde die Hälfte raushauen. Damit könnt ihr mir helfen.
Und ich hoffe, dass wir heute eben einen Sieg einfahren werden. Zack, hier ist noch einer. Zack. Ich sehe schon, hier sind einige gerade auf Licht, die unterstützen wollen. Finde ich sehr gut. Mal gucken. So, ich frage mal, welches Level seid ihr? Mal sehen, was wir so am Start haben. Also 25 bin ich relativ hochgesetzt worden. 16 ist aber auch okay. 1, 2 ist nicht gut. 7, 1, 5, 5 ist auch nicht stark. 2, 8, 16. Pixo kann uns wahrscheinlich helfen. Achso, warte, Pixo, du hast ein Level 30er Schwert für mich. Ich bin auch nur 25, das hilft mir eigentlich nichts. So, Flakes, Level 26. Upgrade Level gecheatet, ja. Leute, ich musste mich ja fürs Tutorial Mitte der Woche resetten. Das heißt, ich habe meinen ganzen Spielfortschritt verloren. Deswegen, wenn ich jetzt heute mit Level 3 mitspielen würde als Streamer, wäre das ein bisschen doof. Deswegen bin ich heute mit Level 25 am Start und ein paar Sonderwaffen. So. Mashallah, über 200 Spieler. Ja, das ist ganz gut für Maintainer gerade. Wow, hochgecheatet. Ja, kein Wunder. Ich kann euch auch schlecht mit meinem hohen Level das Tutorial zeigen. Das geht nicht. So, noch 5 Minuten. Bekommt man die Items von der Beta-Version wieder? Nein, bekommst du nicht wieder. Du bekommst aber eventuell einen Ausgleich oder hast den schon bekommen. Die genau selben Items machen keinen Sinn, weil die haben ja andere Werte gehabt damals. So, ich droppe noch ein paar Taschentornados. Zack, einmal für euch, einmal hier, einmal hier. Moment, ich nehme mal gerade das Schwert hier raus. Übrigens, das jetzt gerade, ihr seht, ich bin hier mit so einem Schweinskopf unterwegs. Das ist tatsächlich gerade eine der stärksten Rüstungsteile, zumindest für Level 25. Das gibt's hier gerade, so. Noch ein bisschen was haue ich hier raus. Ich hoffe, ihr verteilt die ein bisschen, weil die sind tatsächlich sehr, sehr stark. Wäre ganz gut, wenn ihr die dann ordentlich einsetzt und die Gegner damit plättet. So. So, 7 haue ich noch raus. Ich hoffe, bei Licht sind noch einige am Start. Oh ja, das ist der Taschentornado. Passt gut auf, ihr schmeißt damit ganz viele Leute hoch. Ich mache mal gerade ein bisschen Sound an. Ihr schmeißt damit wirklich viele Leute in die Luft. Also das macht gut Damage. Setzt es nicht einfach so ein, Freunde. Das ist eine sehr, sehr starke Waffe. Die bringen wir heute mal auf Licht rein für den Support. So, die Hälfte behalte ich hier erstmal noch. Und ich gehe mal auch wieder runter. Dann sind wir nämlich gleich ready fürs WVW. Unfair, dass Licht sowas bekommt. Ihr müsst... das stimmt nicht, Freunde. Das stimmt nicht. Also bevor jetzt hier so ein Blödsinn behauptet wird, Freunde. Die letzten zwei Mal hat Schatten gewonnen, okay? Licht braucht dringend Unterstützung. Und ihr müsst auch wissen, Licht ist ein bisschen schwächer. Licht hat weniger Spieler, die dabei sind. Und vor allem auch, glaube ich, nicht so die höchsten Level. Natürlich gibt es ein paar krasse Leveler auf Licht. Aber Schwarz hat bisher zweimal gewonnen. Das heißt, ich hoffe, heute schaffen wir es mit Licht einen Sieg zu erringen. Und ihr müsst wissen, viele Level 3 Spieler sind hier am Start. Also, oder Level 2 Spieler. Oder sogar Level 1 Spieler. Also, Hatake FNA, ich glaube, der wird nicht so viel helfen können. Der ist wahrscheinlich One Hit Down. So, 2 Minuten noch. Ich geier schon mal aus WVW. Kommt man da schon hin? Ja, man kommt schon hin. Da sind wir auch schon. Ich bin gespannt, wann es genau losgeht. Hier oben seht ihr übrigens ganz wichtig, dass aktuell hat keiner einen Spot eingenommen. Es gibt 7 Spots. Ein Spot davon ist die zentrale Stadt. Die kann man nur einnehmen, wenn man mindestens 4 der anderen Spots eingenommen hat, also die Mehrheit. Und in der zentralen Stadt gibt es nochmal krasse Endgegner und wer die einnimmt, hat finally alles gewonnen. Die Fraktion ist der Sieger. So, ihr seht, hier gibt es also 7 Stück. Wenn einer eingenommen wird, wird er entweder schwarz oder hell. So, geht's denn schon los? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es dauert noch kurz. Doch, warte. Irgendwas wurde eingenommen. Dämmerholz durch Schatten. Ich glaube nicht, dass es schon frei ist. Wir haben noch nicht 19 Uhr, sondern 2 Minuten Feuer. Ich kann mir gut vorstellen, dass gleich nochmal alles resettet wird und man nochmal spawnt, weil es um 19 Uhr eben exakt losgeht. Das Gleichgewicht in Oscuria verschwindet. Oder schwindet.
Komm, währenddessen haben wir nur ein paar Mystery Mod Keys raus, würde ich sagen. An alle, die jetzt hier gerade nicht dabei sein können und sich langweilen, einmal 5 Keys für euch. Viel Erfolg, viel Spaß, wenn ihr noch keinen hattet bisher. So, wir haben noch eine Minute. Oh, hier seht ihr übrigens auch mittlerweile die Tafeln, wo was ist. Warnerville müsste die zentrale Stadt sein. Labyrinth, Blutanhöhe ist links, Flughafen links, Dunkelgrund, Goldfoot sogar und Sonnenbaum und Dämmerholz rechts. Goldfoot kennt ihr vielleicht noch von der ersten Version. Gibt es aber in der Form gar nicht mehr. Ist komplett weggemacht worden. Hashtag Licht, ja komm, Hashtag Licht, Freunde. So, wir haben 19 Uhr. Abgegriffen, ihr werdet untergehen. Ich glaube, das sind gerade die Schattenspieler, die das schreiben. Goldfoot wird durch die Fraktion Schatten eingenommen. Warum steht da oben 1, 2, 5, 6? Das sind die Spots, Freunde. Hier seht ihr immer, was eingenommen wurde. So, Freunde, ich habe gerade die Info bekommen, es geht los. Das heißt, wir müssen Gas geben. Bitte, bitte steht nicht bei mir. Ich würde sagen, die Hälfte geht nach rechts, wir gehen nach links. Das heißt, wir müssen jetzt dringend Sachen einnehmen. Es geht jetzt bereits los. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben, okay? Ich gehe rechts rum. Wir werden uns jetzt direkt durchfighten. Alle, die mir folgen, also ich hoffe, wir folgen nicht alle. Wir versuchen direkt durchzustürmen und was einzunehmen, okay? Hier müsst ihr, glaube ich, das erste, das Labyrinth. Was habt ihr für Level hinter mir? Sehe ich gerade nicht. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Das heißt, rein da, Blutanhöhe ist das hier. Warte, kann ich die überall hitten? Ja, zum Glück, okay. Ich bin so hoch gelevelt, dass ich das kann. Ich sprinte einfach mal durch. Wichtig ist, glaube ich, es gibt immer noch 3 Spots. Wir schauen gerade mal. Wir müssen davon den Vereinen einnehmen. Und ich muss ja dieses Springen ausmachen, dass der meine Settings nicht speichert. So. Wo geht's lang? Nee, hier nicht. Zack, zack, zack. Zombie. Wir müssen die Spots finden, Freunde, wo man einnehmen kann. Blutanhöhe wird, glaube ich, gerade sogar eingenommen. So, die hauen wir mal ganz kurz weg. Ne, hier auch nicht. Wo sind denn die Spots hier? Verdammt, hier ist eine Sackgasse. Bitte, Leute, rennt mir nicht alle hinterher, sondern ihr müsst die Spots finden, die man einnehmen. Hier ist einer zum Beispiel. So, einer. Ich glaube, es gibt 3 Spots. Einer davon ist immer der, den man einnehmen kann. Und wir haben den richtigen, ja. Blutanhöhe wird gerade durch uns eingenommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier warten und hoffen, dass keiner kommt und uns weghaut. Und den jetzt hier einnehmen. So. Abgedeckt, Cheater Level 25 geht nicht so schnell. Das stimmt tatsächlich, Tim. Das geht nicht so schnell. So, betritt ein feindlicher Spieler den Punkt, wird der Einnahmefortschritt verloren. Das heißt, wir müssen gucken, dass keiner jetzt hier kommt und das eine. Macht das bitte auch. Geht nicht alle zur selben Position, sondern versucht, euch ein bisschen aufzuteilen. So, kommen hier schon schwarze Spieler? Ne, das sind Diener da oben. Der ist bei uns, weil der ist Gabe im Namen. Gucken wir weiter. Aktuell sieht es gut aus. Das heißt, wenn wir den ersten Spot einnehmen, dann müssen wir auf jeden Fall direkt zum nächsten. Teilt euch bitte ein bisschen auf. Also theoretisch könnten jetzt hier schon 3 Leute, die gerade bei mir stehen. Cool, dass ihr hier seid und mich protecten wollt, aber ihr könntet eigentlich schon zum nächsten Spot laufen. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns aufteilen. Okay, Blutanhöhe geht gerade auch nicht weiter oder es dauert einfach sehr lange. Ah, okay, ich hoffe, ein paar von euch halten das. Ich versuche mal gerade den nächsten Spot. Bleibt jemand da? Komm, Basing Gamer, bleibst du da? Danke. Okay, wäre gut, wenn ihr es einnehmen könnt, dann können wir direkt den nächsten Spot machen. Warte, den One-Hitten wir mal ganz kurz. So.
guck mal weiter. Ich würde auch gerne ein paar schwarze Spieler vielleicht ziehen, weil ich glaube, ich bin tatsächlich ziemlich high level. Obwohl mir gesagt wurde, Level 25 ist nicht mal so krass. Okay. Next Attack, eins in den Chat. Uff. So, Blutanhöhe wird nicht weiter, doch wird weiter eingenommen, sehr gut. Wer immer das gerade macht, Props gehen an dich raus. Mach das auf jeden Fall bei jedem Einnahmepunkt so. Wir gehen mal weiter. Du hast ein Level 30er Schwert im Inf. Oh, stimmt, dann, oder? Ne, ist Level 15. Ich glaube, das ist ein Level 15er Schwert. Wir nehmen erstmal den Hammer. Ich will gucken, ich glaube, der ist nämlich eh recht stark. Das gucken wir gleich mal. Aber wie kommen wir denn hier raus? Wir sind einfach in einem verdammten Labyrinth, Freunde. Geht's hier nicht irgendwo raus? Oh ne, hier sind wir wieder. Ja gut, also schön, dass ihr das haltet, aber ich suche den Ausgang, Freunde. Wo geht's hier raus? Hier ist nochmal der Diener. Ich will hier nur weg. Vielleicht hier oben? Ja, hier sieht's gut aus. Oh ne, hier sind nur Lichter, oder? Wo geht's denn hier? Verdammt, ich glaube, ich laufe schon wieder im Kreis. Nee. Na verdammt, ich bin wirklich im Kreis gelaufen. Wir sehen uns hoffentlich nicht nochmal wieder, Freunde. Ich muss hier einfach nur raus. Zack. Zack. So, hier sieht es doch gut aus. Hier vielleicht unten rum. Genau, und dann durch die Tür und hier ist gar nichts. Dann vielleicht hier. Oh, ich will zum nächsten, Freunde. Wir müssen uns ein bisschen Gas geben. Ey, hier sind nur Unterkünfte. Kann man hier vielleicht irgendwie raus? Nee, hier waren wir schon mal. Wo geht's denn hier aus dem verdammten Ding raus? Das kenne ich doch hier, oder? So, Blutanhöhe haben wir eingenommen. Sehr gut, Freunde. Ihr seht auch jetzt, Blutanhöhe ist jetzt gelb. Und die Schattenfraktion hat auch schon einen Punkt eingenommen. Also da wird fleißig gekämpft. Wir müssten aber... Oder das ist, glaube ich, sogar Blutanhöhe, wo ich gerade bin. Das haben wir jetzt eingenommen. Wir müssen aber dringend die nächsten Punkte einnehmen. Also fightet euch durch. Ich will auch unbedingt in den Kampf rein. Der Fortschritt wird weniger. Oh nee, das ist nicht gut. Dann sind da wahrscheinlich schwarze Leute gerade. Okay, hier ist schon mal Skelette, die sind neu. Diener. Ja, hier kommen wir raus. Sehr gut, Freunde. Ich würde sagen, auf zum nächsten. Dass wir die Schwarzen auch platt machen. Ich werde gleich mal die Taschentornados probieren, weil die sind echt strong. Sind die Teams eigentlich gleich aufgeteilt? Nein, sind sie nicht. Deswegen, Licht ist bisher immer ein bisschen im Nachteil gewesen. Und ist hoffentlich jetzt mit mir ein bisschen stärker. Wir werden aber gucken. So, Kirtas Labyrinth haben wir eingenommen. Sehr gut. Was haben wir da vorne? Da ist ein Lichtler. Guck mal weiter. Ich versuche auf jeden Fall jetzt mal wieder einen Ort zu finden, den wir einnehmen können. Am besten sogar einer, wo vielleicht Gegner sind. Dann kann ich euch mal zeigen, wie der Kampf aussieht. Und wir sollten auch dringend unser Schild wieder anziehen. So, damit wir ein bisschen Verteidigung haben. Huch. Okay, wir sind gerade geswitcht, weil ihr müsst wissen, dass WoW ist ein bisschen aufgeteilt in mehrere Server, damit eben der Server nicht abstürzt bei 200 Spielern. Ist ganz smart gemacht, aber wir müssen jetzt echt den nächsten Punkt finden. Ich glaube, hier könnte... Ja, ich schau mal in die Richtung, ob da vielleicht was ist. Die weißen Grotten. Obwohl, ich glaube, ich laufe falsch. Ich glaube, ich gehe besser zurück. So, jetzt geht's zurück in den Hauptbereich wieder. Okay, ich glaube, da vorne müsste auch gleich die Tafel sein. Das heißt, wir können da mal schauen. Huch, so. Jundurtal, perfekt. Dann gehen wir hier mal weiter. Ich folge jetzt erstmal ein bisschen den Wegen. Hoffentlich finden wir dann... hier ist der große Baum. Ja, oder Schatten hat jetzt schon zwei Sachen. Weil wir müssen ein bisschen aufpassen. Also ich versuche, glaube ich, mal mich an den Baum. Vielleicht sind da auch schwarze Gegner. Dann nehmen wir als nächstes jetzt mal den Baum ein, würde ich sagen. Aber auch sonst an alle High-Level-Lichtler. Bitte versucht euch ein bisschen aufzuteilen. Also fünf haben wir jetzt halt eingenommen. Aber oder schreibt mal in den Chat, wo ihr Unterstützung braucht. Dann kommen wir da vielleicht einfach hin. So, der da vorne.
Der ist schon Fürst, der müsste auch recht High-Level sein. Dunkelgrund ist jetzt auch weg, oh Gott. Leute, das sieht nicht gut aus für uns. Ich habe bisher noch keine Gegner gesehen. Aber wenn ihr sie seht, schreibt rein, wo. Dann helfe ich euch. Schreibt auch gerne die Koordinaten rein. Ich würde nämlich gerne mithelfen. Aber die haben jetzt schon drei Sachen. Bei vier wird es richtig eng für uns. So, Sonnenbaum nehmen wir ein. Okay, das ist gut. Sonnenbaum wird jetzt eingenommen. Da ist jemand am Punkt. Und da wird auch gekämpft. Warte, ich gehe mal hoch mit meinem Hammer, weil der ist sehr, sehr stark. Ich sprinte einfach mal durch. Achtung. Ja, den haben wir gefesselt und dann... Nein, nein, ich bin selbst in der Fesselung. Na, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Jetzt habe ich den Eingang zugemacht. Okay, schnell hinterher. Und dann gibt es jetzt hier für den ein bisschen... Das ist nur einer. Komm, den hauen wir richtig um. So, tot ist der. Hier ist, glaube ich... Ne, ist die Leiche. Okay. Der kann theoretisch wiederbelebt werden, aber ich hoffe, er macht's nicht. Oder er wird nicht wiederbelebt. Schnell zum Einnahmepunkt. Sonnenbaum wird weiter eingenommen. Wir sprinten einfach durch. Kämpft weiter, Schatten. Boah, die haben drei Sachen schon. Das ist echt nicht gut, Freunde. Drei Sachen ist sau viel. So, ist das der Punkt? Okay, super. Nimm den am besten weiter ein, wenn das der richtige ist. Boah, das geht gerade nicht weiter. Ist hier ein Schatten in der Nähe, oder... Was ist das Problem? Doch, es, wieder, es geht nur sehr langsam. Da kommt ein Schattenspieler. Wir gehen mal drauf. Zack. Bin ich im Vanish? Nee. Doch, ich war im Vanish. Oh Gott. Weil ich den Bereich gewechselt habe, Freunde. So, den hauen wir jetzt am besten mal auf die Mütze, dem Cute Ninetex. Einmal hinterher. Schnell. Der hat auch nicht mehr viel Leben. Ich hole mal meinen Bogen raus. Boah, fast. Der will über den Baum abhauen. Nein. Den kriegen wir. Ja, tot. Erwischt. Ich glaube, der war nicht so hoch gelevelt. Da kommt. Oh, der hat eine Schweinsmaske, die ist echt stark, den mein Bastard. Ich kenne auch den Namen. Sehr, sehr starker Spieler. Würde ich sagen, schießen wir jetzt erstmal ein bisschen ab von hier. Oh Gott! Okay, okay, okay. Ich meine, Stab des Windes vielleicht. Ich versuche die mal wegzuschieben. So einmal Eisstab und dann. Ich gehe mal einfach drauf auf meinen Bastard. Einfach rauf! Oh nein, er hat abgehauen. Oh, er schießt auf mich. Nein, 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 warte mal. Ah, oh, mein Bastard! Verdammt nochmal. Das war strong. Hallo, Debbie? Mm, da ist er wieder. Der hat nämlich auch diesen Kopf, den ich habe. Der ist relativ stark. Ich gehe mal jetzt von der Seite drauf. Oh Gott, das war mein Mitspieler. So, rauf auf meinen Bastard. Den müssen wir umhauen. Der könnte uns den Punkt hier wegnehmen. Stark genug dafür ist er auf jeden Fall. So, raus mit dir. Boah! Ah, merkt, der macht gut Damage. Der macht wirklich guten Damage. Und der hat einen Tornado gezündet. Okay, Freunde. Okay, okay. Super gefährlich. Habe ich vielleicht Stab des Windes? Warte, der hilft, der hilft, der hilft. Stab des Windes. Zack. Oh nein, er hat nicht getroffen, er hat nicht getroffen. Verdammt. Okay. Troststab. Oh. Der mein Bastard ist echt strong. Ich glaube, der hat auch jede Menge Heal-Zeug dabei. Komm, runter vom Baum, runter vom Baum. Das schaffen wir, runter vom Baum. Runter mit dem. Oh. Nein. Ich wurde erwischt. Verdammt. Aber kann mich jemand wiederbeleben, Freunde? Dann holt mich bitte raus. Dann holt mich bitte raus, wenn ihr es könnt. Sonst kann ich ein Totem nutzen. Aber ich mache ein Totem. Dann komme ich eben zurück. Habe ich jetzt ein Totem verbraten. Und wir gucken mal, was noch so geht. Aber ihr seht, die haben immer noch drei Sachen. Also wir müssen echt ein bisschen Gas geben. Hoffentlich kriegen wir Sonnenbaum. Ich versuche uns mal das Schwert. Ich glaube, das ist nämlich auch relativ stark. Oh, warte, dich können wir vielleicht wiederbeleben. Habe ich was dabei? Totem? Na, das bringt nichts. Habe ich, glaube ich, nicht. Na gut, da musst du leider zum Spawn zurück und verlierst ein bisschen Gold. Glaube ich. Okay, wir nehmen mal auch hier den Haken. So, einmal hier hoch. Wo geht's denn hier durch? Da einmal durch. Ah, das mit dem Haken ist echt smart. Warte mal, ich versuche mal... Nö! Okay. Ich versuche mal vom Baum runterzukommen. Ich hoffe... Okay, der ist fast tot hinter mir. Ich hoffe, dass wir das irgendwie schaffen, weil ich glaube, unten ist irgendwo Wasser. Ich kann es aber nicht sehen. Jetzt. Okay, da ist irgendwo Wasser. Wir müssen eine Wasserstelle finden, damit wir hier runterkommen. Ich versuch's mal. Ich hoffe, du hilfst mir ein bisschen, mein Freund. So, dem drei Sachen auf jeden Fall. Also besser wäre sogar, dass wir jetzt nichts einnehmen, was bisher unbekannt ist, sondern irgendwas einnehmen... was schon eingenommen wurde. Da, Hauptsache, die schwarze Seite hat nicht noch mehr. So.
Da ist Kampf-Elite. Das Gute ist, die sind zumindest nicht so hochlevelig, dass ich die schaffe, die Monster. Da ist, glaube ich, ein Wasserfall. Ja, den nehmen wir. So, runter geht's auf zum nächsten. Ich versuche jetzt mal lieber auf einen Punkt zu gehen, wo Schwarz gerade dominiert. Hauptsache, wir nehmen ein bisschen was zurück ein. Sonst haben die uns gleich, Also sobald die 4 Punkte haben, wird das ganz schön eng. Dann wird die zentrale Stadt nämlich eingenommen und dann wird's eng. Oh, Preiswechsel, gehen wir besser nicht hin. Oh nein. Die Schattenfraktion hat gerade den 4. Punkt eingenommen und Warner will eingenommen. Freunde, alles abbrechen, was immer ihr tut, bitte direkt zur zentralen Stadt. Direkt zur zentralen Stadt, sonst ist Warner will gleich weg. Wir müssen jetzt hin und das verteidigen. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Blutanhöhe ist auch weg, 5 Punkte weg. 5 Punkte sind schon weg. Verdammt. Das ist, weil die schwarze Fraktion sich so krass gelevelt hat. Und da hat vorher noch einer geschrieben, das wäre unfair. Das ist eben nicht unfair, Freunde. Die Schwarzen sind einfach sehr, sehr, sehr stark. Die sind einfach sehr, sehr, sehr stark, die. Einer schreibt schon, nicht alle nach Warner will. Das kann gut sein, dass das auch nicht das Klügste ist, aber alle, die verteidigen können, sollten auf jeden Fall Richtung Warner will. Ich hoffe, ich muss hier gleich mal rausfinden. Okay, da ist ein Weg, dem folge ich auf jeden Fall. Ja, manche in die Mitte. Also ich gehe auf jeden Fall mit in die Mitte. Andere, vielleicht ein paar High-Level-Spieler versucht, die Bereiche wieder einzunehmen, damit wir den schwarzen Sachen wegnehmen können. So, hier gibt es ein Schild. Wo geht's lang? Sonnenbaum. Ne, will ich nicht hin. Dann gehe ich hier lang. Da, Warner will. Freunde, hier ist die zentrale Stadt. Ich hoffe, die sind noch nicht zu weit vorgedrungen. Ich sehe auch gerade schon Schwarzen da vorne. Ich muss da kurz meine Stäbe. So, hiermit kann ich mich TP'en, das ist ganz gut. Und Verschleierung ist auch ganz nett. Obwohl, Springer nehmen wir besser. Springer ist besser. Ich gehe jetzt mal erstmal rein. Ich ignoriere den mal einfach, dass er hier rumrennt. Hallo, der hat ein Pferd am Start. Und der da vorne kommt auch. Black Angel. Ich gehe jetzt erstmal einfach in die Stadt rein. Huch. Oh, der hilft mir, danke. So, die Wachen verfolgen. Oh, nein! Nein! Ach, ich kann gar nicht rein. Verdammt! Oh! Ich wurde rausgekickt. Verdammt. Ich muss eben neu joinen. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schwierig. Wir müssen, glaube ich, vor den Toren verteidigen. Ich versuche direkt wieder zu joinen. So. Da sind wir wieder. Also wir müssen dringend Punkte einnehmen, Freunde. Dringend müssen wir Punkte einnehmen, sonst haben wir keine Chance. Hier, die haben 5 Punkte halt die ganze Zeit gerade. Sonst ist das Ding hier gleich durch mit dem BVB. Verteidigt die Punkte, schreibt No Rage Mode schon. Das Ding ist halt, die sind trotzdem auch in Warnerville. Also wir müssen beides machen. Wir müssen vor allem erstmal schauen, dass wir also mindestens 2 Punkte zurück einnehmen. Das ist echt wichtig. Okay, warte, ich gehe diesmal... Ne, Sonnenbaum nicht. Sonnenbaum gehe ich nicht hin. Ich gehe links rum. Sonnenbaum ist, glaube ich, gerade wieder neutral. Blutanhöhe haben wir jetzt wieder eingenommen. Aber das ist, glaube ich, auch nichts, was die hatten. So, der ist schwarz. Und ich gehe nochmal auf diesen mit dem Schweinskopf. Ah, ich bin wieder im Banish, war das so. Oh ne, zack. Ja, der rennt einfach weg. Ach, verdammt. Ja, ich komme wieder zum Haupttor und halte es, Staufers, ich helfe dir. Vielleicht können wir so ein bisschen Zeit rausholen, aber jetzt haben die schon 6 Punkte. Freunde, es sieht echt nicht gut aus. Hier ist auch nicht das Haupttor. Oh mein Gott! Ich wurde gerade einfach weggeklatscht. Verdammt. Ja, schnell zum Lazarett. Licht, Dreiwechs wird euch besiegen. Ja, es sieht echt nicht gut aus. Sieht nicht gut aus für uns. Komm, wir gehen mal hier mit auf den. Er ist aber auch krass high level, der Typ. Zack. Wo ist er denn? Ich will ihn mal fesseln. Wo rennt er? Da. Komm jetzt bitte. Bitte geh hoch. Bitte geh hoch. Haben wir ihn? Ich glaube, er ist drin. Oh mein Gott. Was ist das schon wieder für ein Damage? Der hat einen Feuerstab.
Verdammt, hier geht's gerade ein bisschen viel ab. Wir sind so viele und trotzdem haben die echt eine Chance. Oh Gott. Das liegt daran, weil die Schattenfraktion sich so krass organisiert und levelt, Freunde. Deswegen sind die so viel stärker. Also spätestens, also wenn wir es heute verlieren sollten, spätestens nächste Woche müssen wir echt da zurückschlagen können. Ich hoffe, einige von euch sind am Start und leveln auch auf der Lichtseite krass rein. So, ich hoffe, den kriegen wir jetzt mal, aber der Flex ist auch sehr, sehr high level. Sehr, sehr guter Spieler. Okay. Der hier auch. Oh, ja, die kämpfen auch alle mit dem Ding. What? Ich wurde wieder geone-hitted. Alter Schwede, was haben die für Waffen am Start? Die haben richtig krasses Zeug. Außenring von Warnerwell ist weg. Das heißt, jetzt geht's in den Innenring und dann irgendwann haben sie auch wirklich gewonnen, wenn sie den Punkt einnehmen. Eieiei, Freunde, eieiei. So, ich versuche mal hier zu helfen, aber der Typ ist echt krass High-Level. Genau, werft eure Tornados hin. Ich spam jetzt einfach mal, komm. Okay, jetzt haben wir ihn wirklich mal erwischt, Freunde. Jetzt ist er erwischt, aber trotzdem, er verliert gar nicht viel Damage, weil er so High-Level ist, Freunde. Wir sind hier zu 5 und er klatscht uns weg. Das ist ein richtig heftiger Spieler. Nein, er ist einfach zu strong. Er ist einfach zu strong, Freunde. Ich versuche mal ein bisschen was zu reißen bei der Stadt, aber es sieht nicht gut aus. Aber abgedreht bis Lost ist, ja, so fühle ich mich gerade auch. Cheaten bringt nichts. Versuche es doch mit Level 50 und mein Daniel-Schwert. Nein, keine Sorge, Freunde. Ich werde wahrscheinlich normal weiterspielen nach hier. Oh mein Gott. Die sind einfach ultra strong. Ich bin schon wieder fast tot. Die haben auch... What the... Alter. Unglaublich stark, die Dingsfraktion. Kann mich wieder beleben? Ich bin wieder ein Toter. Alter Schwede, sind die strong. Wirklich richtig strong. Game Master mit Level 3 schreibt, abgeh, ich helfe. Game Master in allen Ehren, weißt du, ich bin Level 25, ich habe mich hochgecheatet und trotzdem habe ich keine Chance. Die sind so strong von Schatten. Aber einen Punkt haben wir wieder, sehr gut. Wer immer den Punkt geholt hat, GG. Sehr, sehr geil von euch. So, können wir hier schon rein wieder? Nee, ne? Das reicht wahrscheinlich lange nicht. Das reicht lange nicht. Wir müssen weiter verteidigen, dass nicht mehr Leute mit Schatten reinkommen. Da kommt wieder dieser Typ. Ey, dieser Flakes ist so strong. Der macht auch einen Damage, das ist unglaublich. Also was immer der für eine geile Waffe hat, die ist echt krass. So, weg mit dem. Einmal weggehauen mit dem Stab des Windes. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Abwehrwaffen. Ich habe so DP-Waffen, Stab des Windes Sachen. Ich kann, glaube ich, gut flüchten, aber ich bin nicht der beste Tank gerade. Hier ist auch was, das könnten wir einnehmen, aber eigentlich, es ist so schwer. Ja Gott, ja doch, wir machen es mal. Wir gehen mal rüber und versuchen das nochmal einzunehmen. Ich hoffe, der Flakes kommt nicht wieder. Wir sind die Macht, schreiben die schon. Oh, die haben echt ein großes Ego. Den müsste echt mal einer aufs Dach steigen, Freunde. So, ich versuche mal zumindest diesen Punkt zu retaken, aber der wird gerade sogar verteidigt. Oh mein Gott. Und ich wette, die sind mal wieder krasser als ich unterwegs, obwohl ich Level 25 bin. Gucken wir mal. Ich gehe mal durch. Zack. Schildwachen, ja. Ja, da vorne ist der Punkt nämlich. Da ist der Punkt nämlich, Freunde. Ich habe auch keine Tornados mehr. Hallo! Ich möchte keinen Stress. Ich hoffe, ich habe eine Chance gegen euch. Nee, habe ich glaube ich nicht. Ihr seid echt strong. Oh mein Gott! Leute, ich brauche Hilfe, sonst schaffen wir diesen Punkt niemals. Ja, die haben schon wieder diese Schweinsköpfe. Oh, die sind einfach strong. Fuck! Ich belebe mich aber vor Ort wieder. Geht das? Ja, komm. Ganz egal, einfach drauf. Ja, nee, ich renne erstmal weg. Ich muss den Plan überlegen. Jetzt haben wir hier keine Chance, echt. Jetzt haben wir hier keine Chance. Komm, haut mich weg. Stab der Dimension, zack, und weg. So.
Hoffe, ich hätte keinen Bogen bei. Oh mein Gott, er angelt sich einfach ran. Ey, die machen das auch so smart. Die machen das auch so smart, alle. Ich schwimme hier mal ganz schnell raus, Freunde. Boah, zack. So, jetzt machen wir, glaube ich, besser Damage. Ich muss ein bisschen mehr auf 1.12 Timing achten. So, das war auch wieder gut. Ich glaube, dann habe ich gegen Boss Agent auf jeden Fall eine Chance. Ja, der heilt sich gerade ein bisschen. Oh mein Gott! Was? Was sind das für Crit-Schaden? Ich gehe einfach jetzt wieder zurück, aber das ist... Alter! Was ist das immer? Die haben hier Bögen am Start, die sind hier echt krank. Hey, okay, das ist echt, also, ich glaube, Chancen hat Schwarz nicht, Freunde, man, das sieht echt nicht gut aus. Ich will gar nicht wissen, was mit den Level-3-Spielern gerade ist, die bisher nicht mal gegrindet haben. Es ist schon dunkel, Licht ist aus. Der Weg zur Kristallkuppel ist nun offen. Verteidigung Warnerville ist geschwächt, das sieht nicht gut aus. Freunde, die sind im inneren Zirkel. Die sind jetzt gerade in Warnerville. Ich kann es euch am besten mal zeigen. Ich werde da jetzt einmal hinfliegen, mal sehen, ob wir es uns angucken können. Dass ihr zumindest mal seht, wie es aussieht. Ich werde natürlich jetzt nichts blockieren oder so. Aber die sind jetzt gerade in Warnerville drin. Und wir... Ja, ich versuche es euch mal zu zeigen. Ich hoffe, ich finde den... Na, hier will ich nicht hin. Ich hoffe, ich finde die Mitte. Da ist Warnerville. Und ich glaube, ich kann nicht rein. Aber hier ist der äußere Zirkel. Wenn ihr es hinter die Mauer schafft, könnt ihr eben, wenn ihr die Punkte einnehmt, da oben... Geht zum inneren Zirkel und die sind jetzt gerade in dem großen Gebäude oben und werden gerade den finalen Punkt einnehmen. Wir haben noch einen Punkt mehr. Freunde, wenn ihr noch einen Punkt einnehmt, dann haben wir eine Chance. Rypex ist nur Level 14 und trotzdem ist er besser als ich, das ist unglaublich. Also, wenn wir noch einen Punkt schaffen, vorher, also von denen, wir müssen einen schwarzen Punkt einnehmen, dann könnten wir nochmal eine Chance haben. Aber jetzt gerade sieht es nicht gut aus, weil die sind oben im inneren Zirkel und nehmen vielleicht den finalen Punkt ein. Und dann war's das. Ihr seht übrigens, mit jedem Tod verliere ich hier gerade auch Gold. Das wird immer weniger. Warte, ich toggle mal GM, dann kann ich anscheinend rein. Dann zeige ich euch mal gerade den inneren Zirkel. Genau, hier ist Warnerville, das wird gerade eingenommen. Und ihr seht, hier ist eben der innere Zirkel und hier hinter dieser Tür, da sind die Einnahmepunkte, da wird jetzt gerade fleißig eingenommen. Die Wachen versuchen noch zu verteidigen, aber das wird wohl nichts werden. Und mal schauen, wo ist der Punkt, den sie einnehmen. Da oben sind einige Spieler gerade. Ja. Hier steht gerade Schatten finally auf dem Punkt und nimmt ihn ein. Das sieht wirklich nicht gut aus für uns. Die hocken da gerade drauf und jetzt müssen sie noch die Zeit abwarten. Solange sie die anderen Punkte halten, war es das, Freunde. Also an alle, die jetzt gerade neu sind, wenn ihr nächste Woche dabei sein wollt, dann haben wir vielleicht eine Chance mit Licht. Ich werde wahrscheinlich wieder streamen. Dann fangt am besten noch heute Abend an zu questen und zu grinden, weil dann kriegt ihr höhere Level. Und dann haben wir auch mal eine Chance gegen die Schwarzen. Es kann nicht sein, dass No Wage Mode oder Rypex uns hier einfach auslachen. Und Rypex hat Level 14. Der hat Level 14. Oh, ein Punkt ist weg. Es wurde ein Punkt mehr eingenommen. Es sieht aber trotzdem nicht gut aus, weil die stehen halt trotzdem in Warnerville drin. Die Frage ist, ob sie jetzt... Ja, sie können weiter einnehmen. Wir müssten jetzt noch einen Punkt kriegen und dann könnten wir auch in Warnerville rein. Oder Licht haltet die Sachen. Können sie noch weiter einnehmen jetzt? Geht es hier noch weiter runter? Einer in Warnerville reicht. Ja, sieht nicht gut aus. Einer reicht in Warnerville. Ich glaube, das Ding ist durch. Ich glaube, das Ding ist leider einfach durch, Freunde. Du bist lost, ja, es sieht nicht gut aus für diese Woche.
Geh du die Gebiete holen. Also Licht müsste jetzt noch einen vierten Punkt einnehmen. Dann könnte Licht in die Mitte rennen. Und dann könnte man Warnerville retaken. Aber ihr seht alleine, was hier an Verteidigung gerade steht, ne? Die müssten alle erstmal weggeklatscht werden, bis wir diesen Punkt kriegen. Das sieht echt schwierig aus. Wenn wir es gleich schaffen, jetzt einen Punkt zu retaken, ist natürlich super. Dann könnten wir nochmal einen Angriff auf Warnerville wagen. Aber so sieht es gerade wirklich nicht gut aus für uns. Den vierten, also den ungeclaimten Punkt, ich glaube, das ist Sonnenbaum. Den könnte man probieren. Wir haben gleich Sonnenbaum. Okay, dann versuche ich. Also, wenn wir gleich Sonnenbaum haben, versuche ich nochmal einen Angriff mit. Dann gehe ich nochmal raus aus Warnerville und aus dem Game Toggle. Ah, die haben jetzt gerade einen anderen Punkt retaked, ja. Freunde, sie haben gerade einen anderen Punkt retaked. Ich glaube, das Ding ist wirklich durch. Geht aus Warnerville raus und bleibt mit 5 Leuten in Warner. Ja, das ist schon smart, was die machen. Ich habe auch gehört, sie haben eigene Discords, wo sie sich organisieren. Gebt alles, ja, also wir brauchen 2 weitere Punkte wieder. Dann hätte man eine Chance. Ich kann euch währenddessen mal Folgendes zeigen. Weil es sieht so aus, als würden die das hier gewinnen, auch zu Recht. Die sind einfach besser gewesen, muss man für diese Woche leider einfach sagen. Aber ich zeige euch mal, wo später die Gewinner veröffentlicht werden. Ich hoffe, ich finde das gerade auf unserer Seite. Ich würde es euch gerne zeigen, wenn ich es finde. Also für alle, die sich fragen, wer später König wird, das wird auf der Webseite von Mantania.net veröffentlicht. Da seht ihr das immer. Wenn einer der Teamler einen Link für mich hat, schickt den gerne mal raus. Dann kann ich es mal im Stream zeigen. Ich bin zwar gebannt, schreibt jemand, aber Rypex und Nowage wird im Discord-Channel... Die lachen euch so aus. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Rypex mit Level 14. Schatten ist halt mega. Ja, das Ding ist halt auch, ich glaube, Schatten hätte... Schatten, was sage ich hier? Schatten ist mega, ja, aber ich glaube, Licht hätte eine Chance. Licht hätte eine Chance, aber wir müssen mehr Level machen. Wir müssen viel mehr grinden. Ja, es sieht so aus, als würden die Warnerville jetzt auch wirklich taken, Freunde. Das sieht tatsächlich so aus. Also wir werden uns höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche sehen. Oh, Callset davon ist hier. Hi. Liebe Grüße gehen raus an dich. Wer den nicht kennt, checkt mal gerne Callset davon ab. Macht sehr interessante Trollings. Beziehungsweise Telefon-Calls. Den kenne ich von ganz früher, das ist Jahre her. Interessant, dass er heute am Start ist. So, Warnerville wird, glaube ich, auch finally getaked. Wir werden Folgendes machen. Wir werden für heute den Stream beenden. Ich hoffe, ihr hattet... Viel Spaß und ich habe den Link bekommen, sehr gut. Das ist mantania.net/community/world und zwar das hier. Und da seht ihr eben immer den Punktestand. Ne? Also ich kann mal kurz hier einmal mich ausblenden. Ihr seht, Licht hat 194.000 Punkte die Woche gemacht, Schatten 325.000 Punkte. Und ihr seht hier auch eben, wer die Oberhäupter sind und wer hier im Rat sitzt. The Wage Mode zum Beispiel und Sammy Life, aber da eben Schatten gewonnen hatte... ist der No-Wage-Mode eben der quasi König gewesen. Und ihr seht hier auch das Ranking. Also hier könnt ihr euch alles abholen von eurem Scoring, was ihr so erreicht habt. Auch bei, ich muss sagen, bei Licht sieht es gut aus. Also hier sind auch einige Leute am Start, die schon ein bisschen was gelevelt haben. Einige Teamler auch, weil bei Licht brauchen wir echt Support. Aber hier auf der anderen Seite, Zed Azuna spielt viel No-Wage-Mode. Pinguin, Shein, kenne ich nicht, aber... Pinguin Handy kennt man. Starke Spieler. Sehr starke Spieler. Sehr viele Punkte. Da müssen wir ran. Freunde, der Stream ist für heute vorbei. Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Woche. Ich würde hoffen, dass wir ein bisschen Support bekommen. GG an Schatten. Das Ding ist, denke ich, durch. Haut rein. Bis dann. Und ciao.